So, Nomura, los geht's. So, Kinder, hier ist es endlich. Kingdom Hearts, Dark Broad. Jetzt können wir über Nomuras neuestes Meisterwerk reden. Kingdom Hearts, Dark Broad. Ja, ich weiß, das ist der lameste Kackgag, den ich je gemacht habe, aber Dark Road ist auch das lameste Kingdom Hearts Kackspiel, was es vielleicht jemals gab. Submit! Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zu meinem neuesten Kingdom Hearts Video. Dark Road. Was kann ich zu Dark Road sagen, was nicht schon längst gesagt wurde? Beziehungsweise, was kann ich zu Kingdom Hearts Handyspielen sagen, was nicht schon längst gesagt wurde? Eigentlich nur, wenn ihr Union Cross nicht mochtet, aufgrund dessen, dass es ein Handyspiel ist und des Gameplays, ja, dann werdet ihr Dark Road so richtig hassen. Wirklich das einzig Positive vom Gameplay und dem gesamten Game-Konstrukt von Dark Road, was ich finden kann, ist, dass es tatsächlich kein Pay-to-Win ist, denn es ist komplett gratis. Ihr könnt sogar noch nicht mal Geld bezahlen, um euch irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Nein, es ist komplett gratis. Ihr könnt euch das jetzt runterladen, ihr könnt es noch offline spielen, das ist möglich, aber Spaß machen tut das nicht. Aber selbstverständlich ist auch Dark Road ziemlich wichtig für die gesamte Story von Kingdom Hearts. Und genau diese Konstellation ist es mal wieder, ne? Es ist ein Kingdom Hearts Spiel, das keinen Spaß macht, aber die Story ist verdammt nochmal wichtig für den übergeordneten Plot. Und genau deswegen seid ihr jetzt wieder hier bei mir im Video. Ich fasse die gesamte Story von Kingdom Hearts Dark Road für euch zusammen, und zwar so, dass ihr es nicht selber gespielt haben müsst für die Zukunft von Kingdom Hearts. Das heißt, guckt einfach dieses Video, verschwendet keinen Gedanken daran, diesen Murks selber spielen zu wollen. I got you covered. Am Ende des Videos habe ich übrigens noch eine ganz wichtige Information für euch alle. Deswegen hoffe ich auch wirklich, dass ihr alle das Video ganz bis zum Ende anschaut und euch anhört, was ich euch da dann noch zu sagen habe. Und jetzt, let's go. Viele, viele Jahre, noch bevor Sora, Rico und Kairi überhaupt geboren wurden, lebte auf Destiny Island ein anderes Kind. Seiner Mutter als Säugling entrissen, wurde er von einer mysteriösen Gestalt allein auf der Insel aufgezogen. Er lebte vermutlich in der kleinen Baracke, die wir als Spieler aus Kingdom Hearts 1 kennen. Er war ein aufgewecktes und nettes Kind. Und für seine Bezugsperson die große Hoffnung im Kampf um das Schicksal aller Welten. Der Name dieses Jungen lautete Xehanort. Dark Road erzählt selbstverständlich nicht chronologisch, sondern recht verwirrend die Kindheit, Jugend und das restliche Leben von Meister Xehanort bis kurz vor dem Beginn von Birth by Sleep. Als Xehanort noch ein Kind war und nichts kannte außer die Inseln des Schicksals, hatte er immer wieder Träume. Träume von Welten, die er selbst nie besucht hatte. Träume von Menschen, die er selbst nie gekannt hatte. Träume von Schlachten, die er selbst nie gekämpft hatte. Er hatte Träume von Bacons bzw. Players Leben aus der Zeit von Union Cross. Natürlich liegt diese Zeit schon viele, viele Jahre zurück, und am Ende von Union Cross dachten wir alle noch, Nomura wollte uns weismachen, dass die Spielfigur aus Union Cross am Ende neu geboren wird als Baby Xehanort. Aber Nomura wäre ja nicht Nomura, wenn er auf einen Twist nicht direkt einen Retcon folgen lassen würde. Wobei, dieses Mal gönne ich es ihm, das war ein guter Twist. Aber was genau der Twist war, das erzähle ich euch später im Video. Versuchen wir erstmal Xehanorts Jugendjahre zusammenzufassen. Diese wunderbaren Jahre, die ihn zu einem Schlüsselschwertkrieger machten und ihn schließlich zu dem, was er am Ende von Kingdom Hearts 3 ist, sehen wir in diesem Spiel. Wir sehen, was genau ihn den Anstoß dazu gibt, seinen Pfad im Leben zu beschreiten. Seinen dunklen Weg. Seine Dark Road.
Als Xehanort so eines Tages allein am Strand steht und über seine Träume und sein einsames Leben auf der Insel nachdenkt, wird er plötzlich von einer braunen Kutte besucht. Natürlich wissen wir, dass das sein Herzloser aus der Zukunft ist, der dafür sorgt, dass Xehanort seinem ihm vorgeschriebenen Weg beschreitet. Die Szene haben wir damals schon in Dream Drop Distance gesehen. Allerdings hat Nomura mittlerweile eingeräumt, dass es ein Fehler ist, dass Xehanort in dieser Szene schon so alt aussah. Ja, natürlich wieder ein Zeichen dafür, wie akribisch und mastermind-mäßig Nomura ja alles jahrelang im Voraus plant. Das hier und das hier sind ein und dieselbe Szene. Und durch dieses Handyspiel wissen wir nun endlich auch, was als nächstes passiert ist. Der vielleicht 14- oder 15-jährige Xehanort tritt durch den Korridor der Dunkelheit, den sein Zukunfts-Ich ihm geöffnet hat. Als er durch den Korridor schreitet, hört er von überall her das Flüstern der Dunkelheit, welches in ihm negative Gefühle weckt. Es bereitete ihm Sorgen, da er so etwas noch nie zuvor gefühlt hatte und er spürte, wie die Dunkelheit in seinem Herzen zu wachsen begann. Auf der anderen Seite war er aber auch froh, weil er so ebenfalls bemerkte, dass sein einsames und abgestumpftes Herz trotzdem noch etwas fühlen konnte. Mit allerletzter Kraft schafft er es aus dem Korridor hinaus und landet in einer für ihn völlig neuen Welt. Scala et Kylo. Hier lernt er Arrakas kennen und die beiden werden schnell Freunde. Wie auch sein neuer Freund Arrakas beginnt Xehanort an der Akademie mit dem Training zum Schlüsselschwertträger. Sie vertiefen ihre Freundschaft regelmäßig bei langen Gesprächen während eines Schachspiels. Of course I have. Long ago, Keyblade wielders waged a war over the ownership of light. Yeah, the Master's favorite story. I wonder what they planned on doing with Kingdom Hearts after making it appear. Der zum ersten Mal in Kingdom Hearts 3 erwähnte Meister der beiden ist Odin. Odin sieht aus wie ein alter, zerzauster Zauberer und er bringt nicht nur Arrakis und Xehanort die Wege des Schlüsselschwertes bei, sondern auch jede Menge anderer Studenten und Studentinnen. Es gibt zwar noch viel mehr Einwohner in der Stadt, wir sehen in diesem Titel aber nur die beiden Schulklassen, die Odin unterrichtet. Es gibt zwei Klassen, die Ober- und die Unterstufe. Xehanort und Arrakis sind gemeinsam mit ihren Kameraden Bor, Bragi, Urd, Hermod und Balder Teil der Unterstufe. Und ja, falls ihr euch ein bisschen mit nordischer Mythologie auskennt, dann fällt euch vielleicht in Kombination mit dem Namen des Lehrers Odin auf, dass alle Namen hier von den nordischen Göttern inspiriert sind. Die Jugendlichen versammeln sich auch an diesem Tag wie gewohnt zum Unterricht, aber etwas ist anders. Balder scheint abwesend zu sein. Und Meister Odin wirkt sehr angespannt. Er teilt der Klasse mit, dass die gesamte Oberstufe bei ihrer Meisterprüfung verschollen ist. Das ist für alle natürlich ein großer Schock, aber es kommt noch härter. Meister Odin beauftragt die gesamte Klasse nun damit, die verschollenen Oberstufler zu suchen. Sie werden das erste Mal auf eine echte Mission gehen und die Welten außerhalb ihrer eigenen sehen. Außer Xehanort hatte noch kein Mitglied der Klasse jemals Scala et Kylum verlassen. Bezüglich der Welten. Nach den Ereignissen von Union Cross wurden die Welten nach einiger Zeit irgendwann wiederhergestellt. Wie genau das passiert ist und ob Ephemer und die anderen direkt etwas damit zu tun hatten, so wie uns das die Lore bisher immer weiß gemacht hat, wissen wir aber nicht. Viel wichtiger ist, dass hier gesagt wird, dass die Welten sich auf unterschiedlichen Zeitachsen bewegen. Die Welten haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten angefangen, wiederhergestellt zu werden und tun dies auch in einem individuellen Tempo. Einige Welten sind somit zum Beispiel schon fertig und wieder komplett, mitsamt ihren Bewohnern. Andere brauchen noch Zeit. Außerdem wird gesagt, dass der Lauf der Zeit in den Welten selbst unterschiedlich ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich nicht weiß, ob sich diese Aussage nur auf den Wiederherstellungsprozess bezieht oder generell auf die Ordnung der Welten, aber auch wenn es Sora, Donald und Goofy bisher noch nie passiert ist, könnte das heißen, dass es Disney-Welten da draußen geben könnte, in denen man sich zum Beispiel 3 Tage lang aufhält, aber außerhalb dieser Welt vergehen dann 3 Jahre und so weiter. Und das würde so vieles so viel komplizierter machen. Anhand der Anhaltspunkte, die Nomura uns hier gibt, könnte es halt bedeuten, dass die Welten sich nach einer Dunkelheitsapokalypse irgendwann immer wieder von allein herstellen.
Stellt euch das so vor wie nach einem Vulkanausbruch. Dann gibt es viele, viele Jahre lang nur noch ein Ödland. Aber irgendwann fangen irgendwelche Pflanzen wieder an zu wachsen. Es wird sich zeigen, ob das irgendwann noch einmal relevant wird, aber im Moment ist das einfach die Erklärung, warum manche Welten noch nicht fertig sind bzw. länger brauchen als andere. Jedenfalls machen sich die Jugendlichen nun bereit für ihre große Reise. Die Schulklasse bricht dann erstmal die goldene Regel eines jeden Horrorfilms und beschließt: Ich finde, wir sollten uns aufteilen. Ihr könnt die Zusammenstellung der Gruppe frei wählen und soweit ich weiß, gibt es keine Kanon-Aussage darüber, welche Gruppe sich hier wie formiert. Ist zu diesem Zeitpunkt aber auch egal. Die Schüler bewegen sich anschließend genauso wie Terra, Aqua und Ventus in Burst by Sleep mit ihren Schlüsselschwertern durch andere Welten. Auch wenn wir das leider nicht direkt sehen. Und wir uns nur vorstellen können, in was für Fahrzeuge sich ihre Schlüsselschwerter wohl verwandeln. Xehanort und Co. erreichen als erstes Agrabah, finden aber außer den Herzlosen absolut niemanden und kehren deswegen wieder zurück. Die andere Gruppe hatte auch kein Glück und so geht die Kaffeefahrt in die anderen Disney-Welten weiter. Im Wunderland passiert natürlich genau das, was passieren muss. Herr Krämer, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und vorsätzlicher Körperverletzung in zwei Fällen. Sie werden genauso wie Sora in Teil 1 von der Herzkönigin ohne Grund vor Gericht gestellt. Doch plötzlich erscheint ein riesiger Herzloser, den sie aber natürlich besiegen. Nach dem Kampf verarbeiten die Schüler noch einmal, was gerade geschehen ist, und Herr Mond bemerkt treffend, dass die Herzlosen nicht der wahre Feind sind, sondern die Dunkelheit in den Herzen der Menschen. Xehanort hatte kurz vor dem Kampf die Dunkelheit bei der Herzkönigin gespürt. Er erinnert sich nach Hermods Bemerkung auch an seine Träume aus der Vergangenheit. Kurioserweise sagen er und Erikas in diesem Moment denselben Satz, was noch einmal verdeutlicht, dass sie auf derselben Wellenlänge sind. Xehanort stellt die Frage, ob Dunkelheit sich so tief in einem Herzen verstecken kann, dass man es selbst gar nicht bemerkt. Ein unheimlicher Gedanke, aber Xehanort glaubt nach wie vor an das Licht in den Herzen der Menschen. Na, warten wir mal ab, wie lang das noch der Fall ist. Als Erikas und Xehanort die Herzkönigin erneut konfrontieren, können sie ihre Dunkelheit deutlich sehen. Xehanort bemerkt, dass sie wohl aus ihrer Wut geboren wurde, da die alte Schrulle halt immer auf 180 ist. Heute bin ich wieder dermaßen auf der Palme, ich könnte ausrasten. Odin hatte den Schülern beigebracht, dass Dunkelheit aus den Herzen der Menschen geboren wird. In der Antike hat sich die Dunkelheit in den Herzen der Menschen eingenistet und diese gesteuert, bis die Herzen der Menschen selbst Dunkelheit beherbergten. Die Dunkelheit verbreitete sich wie eine Krankheit, die dann in der Entstehung der Herzlosen gipfelte. All das haben wir als Spieler auch schon vom Meister der Meister gehört und zum Beispiel durch Ventus in Union Cross gesehen. Hier wird aber noch einmal genauer gesagt, dass es eigentlich schnurzpiep egal ist, ob man von Herzlosen oder anderen Kreaturen spricht. Der Feind ist die Dunkelheit selbst, in welcher Form sie auch immer auftritt. Völlig egal, ob sie aus den Herzen hervorbricht und ein Herzloser wird, sie einen leblosen Körper reanimiert und ein Niemand wird, oder ob die negativen Gefühle selbst die Form von Unversehrten annehmen. All das sind nur Symptome der eigentlichen Krankheit, des wahren Feindes, der Dunkelheit selbst. Die Dunkelheit der Herzkönigin bricht erneut hervor, grinst Xehanort und die anderen hämisch an und bildet einen neuen Herzlosen. Nachdem dieser besiegt ist, kehren Xehanort und die anderen wieder zurück nach Scala et Kailom, um sich zu beraten. Sie stellen die folgende Theorie auf. Ihr Eindringen in fremde Welten ist der Grund, warum dort Dunkelheit auftaucht. Sie repräsentieren als Schlüsselschwertträger das Licht. Und jedes Licht kann mehrere Schatten werfen. Soll heißen, die Dunkelheit wird immer versuchen, das Licht auszulöschen und umgekehrt. Die Dunkelheit gibt es überall in den Welten, sie hat aber mal mehr, mal weniger Einfluss auf die Bewohner dort. Es kann sogar sein, dass jemand, der stark unter dem Einfluss der Dunkelheit ist, die Ordnung dieser Welt nun mal aufrechterhält, dass er oder sie genauso sein muss, damit die Welt existieren kann. Halt, so wie die Herzkönigin, die ihre Welt regiert. Xehanort sagt, dass deswegen Dunkelheit ja nicht zwingend immer schlecht sein müsste und dass sie ab und an einfach ein natürlicher Bestandteil wäre. Dieser verdrehten Logik, die im Endeffekt besagt, Diktatoren sind gar nicht so schlecht, immerhin funktioniert deren Land ja, widerspricht Erikas aber natürlich direkt. Hier zeigen sich auf jeden Fall schon die Hinweise darauf, dass Xehanort anfängt, mit der Dunkelheit zu liebäugeln. Um es aber nochmal auf den Punkt zu bringen. In dem Moment, in dem Schlüsselschwertkrieger andere Welten betreten, wird die Dunkelheit, die es dort schon gibt, von deren Licht provoziert und greift an. Je heller deren Licht, desto größer der Schatten, den sie werfen. Das finde ich besonders interessant, da so der Legende des Schlüsselschwertes aus Teil 1 noch mehr Gewicht verliehen wird.
Dark Road wäre ja die perfekte Gelegenheit, um einen jungen König Triton zu zeigen, der auf Xehanort trifft, um zu erklären, woher er sein Wissen später hat und warum er sagt, dass Schlüsselschwerter nur Ärger verursachen, oder? Ja, wäre es, aber scheinbar kennt man als Fan mittlerweile die Story besser als Nomura selbst und er lässt solche Chancen einfach links liegen. Stattdessen geht es nun in die Welt von Schneewittchen. Sie helfen den 7 Zwergen und entdecken den magischen Spiegel aus dem Disney-Film. Sie fragen ihn, wo die Oberstufe ist und er erwidert, dass sie ihren eigenen Weg gehen. Bevor sie ihm noch eine weitere Frage stellen können, erscheint aber die böse Königin und die ist alles andere als gastfreundlich. Sie zwingt den Spiegel gegen Xehanort und Co. zu kämpfen, aber nachdem sie ihn besiegt haben, taucht überraschend wieder auf. Der Schüler aus der Oberstufe macht ein Geheimnis daraus, was er eigentlich vorhat und sagt, dass er aktuell noch nicht zurückkehren kann. Er bietet Vor an, mit ihm zu gehen. Und da sie Angst davor hat, nichts Neues dazuzulernen, wenn sie bei Erika und Xehanort bleibt, geht sie dann auch mit ihm mit. Diese verwirrenden Nachrichten wollen sie natürlich Meister Odin sofort mitteilen, aber leider können sie ihn nicht finden. Also diskutieren sie aus, ob sie mit der Suche weitermachen oder es sein lassen sollten. Erikas ist dafür, Vor und wieder zu suchen. Xehanort ist dagegen und sagt, sie sollten sich auf die eigentliche Aufgabe, das Verschwinden der gesamten Oberstufe, konzentrieren, da sie Vor und wieder dann früher oder später sowieso wiedersehen. Xehanort und Erikas haben daraufhin einen kleinen Streit, bei dem Xehanort ziemlich arrogant und Erikas ziemlich naiv ist. Nachdem das Mimimi dann vorbei ist, gehen Bragi und Erikas auf die Suche nach Vor und der Rest macht weiter wie gehabt. Währenddessen treffen sich Vida und Meister Odin. Odin erzählt wieder von den 13 Dunkelheiten, der wahren und reinen Dunkelheit, welche der Meister der Meister seit so vielen Jahren bekämpft und denen sich Sora in Zukunft auch noch stellen müssen wird. Odin bestätigt hier, dass die 4 Dunkelheiten, die am Ende von Union Cross im LAN-Kabel weggesperrt wurden, im Reich dazwischen versiegelt wurden. Wir wussten halt nie, wo genau sich dieses dämliche LAN-Kabel genau befindet. Jetzt wissen wir aber, im Reich des Zwielichts. Außerdem sagt er, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass die wahren Dunkelheiten damals wirklich vernichtet wurden. Aber das ist uns als Spielerschaften sowieso klar. Er erzählt wieder dasselbe, was auch der Meister eins Lushu erzählte. Die wahre Dunkelheit kann nur zerstört werden, indem man sie mitsamt der Person, von der sie gerade Besitz ergriffen hat, tötet. Das kann Vida aber nicht akzeptieren und fragt nach einer anderen Lösung. Und so erzählt Odin ihm von Kingdom Hearts und dass er dafür 7 wahre Lichter braucht, die inmitten des Chaos hell leuchten. Mit Kingdom Hearts könnte man die Welten reinigen, aber es ist nicht gewiss, dass dabei die Dunkelheit ausgelöscht werden würde. Er wiederholt erneut, dass Kingdom Hearts zu nutzen aber verboten ist und sagt wieder, dass er weiter die Dunkelheit erforschen soll. Und ja, entweder Odin ist einer der schlechtesten Lehrer der Welt, der keine Ahnung hat, welchen Einfluss verbotene Sachen auf Kinder und Jugendliche haben, was natürlich sein kann, denn wir wissen echt wenig über diesen seltsamen Weihnachtsmann, oder aber Odin wendet hier umgekehrte Psychologie an, um wieder genau dazu zu bringen, Kingdom Hearts zu beschwören. Ziemlich verdächtig. Sass. Aber erstmal zurück zu unserem noch nicht Schurken. Xehanort und Co. kommen in der Welt von der Schöne und das Biest an und treffen zu einem Zeitpunkt ein, zu dem das Biest und Belle sich noch nicht getroffen haben. Bedenkt, was ich vorhin gesagt habe. Die Disney-Welten haben tatsächlich ihre eigene Geschwindigkeit, mit der die Zeit fließt. In der Welt des Biestes fließt die Zeit offensichtlich langsamer als im Rest des Kosmos. Anders kann man den Unterschied zwischen mehr als 70 Jahre später zur Zeit von Kingdom Hearts 1 und jetzt zu Dark Road nicht erklären. Das Biest ist nicht steinalt, das Biest ist auch in Kingdom Hearts 2 noch grob 21 Jahre alt. Die Zeit vergeht in dieser Welt einfach langsamer. Wenn man länger darüber nachdenkt, ist es eigentlich auch egal. Es ist halt erneut ein Punkt, an dem man merkt, dass in Kingdom Hearts nicht alles bis ins kleinste Detail vorausgeplant ist. Muss fürs Biest echt seltsam gewesen sein, Sora in Teil 2 wiederzusehen. Für Sora ist ein Jahr vergangen, für das Biest vielleicht nur ein paar Stunden. Und plötzlich ist der Bengel einen Kopf größer. Einfach nicht zu sehr darüber nachdenken, was Nomura da jetzt wieder verzapft hat. Boy. Verbuchen wir es einfach wieder unter Disney-Magie. Bei einem Kampf mit Herzlosen wird Urd von den anderen getrennt und wird im letzten Moment von der Oberstufenschülerin Vala gerettet. Sie gibt ihr die Rose des Biests zurück, welche sie vorher geklaut hatte, because of reasons, und sie verschwindet wieder. Anschließend geht es zurück nach Agrabah und die Welt scheint nun fertig geformt zu sein. Auch hier Disney-Magie. Im Endeffekt vergeht die Zeit in den Welten gerade so schnell, wie der Plot es gerade braucht. Ach, es ist so kompliziert. Xehanort und die anderen treffen auf Jafar, welcher sie in die Wunderhöhle schickt.
Xehanort bemerkt sofort, dass Jafar jede Menge Gier und damit auch Dunkelheit beherbergt, spielt für den Moment aber mit. In der Höhle treffen sie auf Arrakas und Bragi, welche ebenfalls von Jafar in die Höhle geschickt wurden. Wegen ihrer Erfahrung in der letzten Welt mit der Rose vom Biest vermuten sie, dass die Oberstufe versucht, Gegenstände zu stehlen, die für die Ordnung der Welt wichtig sind. Gegenstände wie die magische Lampe. Und sie haben damit recht, als sie die Lampe finden und damit auch Vida und Vor. Die Oberstufe stiehlt tatsächlich Gegenstände, welche wichtig für die jeweilige Weltordnung sind, und sie tun das, um die Ordnung absichtlich zu stören. Sie versprechen sich davon, unter all dem entstehenden Chaos ein wahres, helles Licht zu finden, was man halt in all dem Chaos dann erst recht klar erkennen kann. Um die Dunkelheit ein für allemal zu besiegen, braucht wieder, wie könnte es anders sein, 7 Lichter. Natürlich hat Odin auch der Oberstufe beigebracht, dass sie die Weltordnung nicht stören dürfen. Aber einige der Oberstufler sind bereits tot. Und damit ihr Opfer nicht umsonst gewesen ist, greift wieder zu drastischen Mitteln. Weil der Plot eine Konfrontation zwischen den Schülern zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht will, überlässt wieder den anderen die Lampe mit der Aufforderung, mit dessen Hilfe ein wahres Licht zu finden und der Hoffnung, dass sie sich seiner Sache anschließen. Was sie aber natürlich nicht tun. Sie lassen die Lampe da, wo sie ist, und kehren zurück zu Meister Odin. Sie erzählen ihm alles, was sie gesehen und erlebt haben, und auch, dass wieder versucht, Kingdom Hearts zu beschwören, um damit die Dunkelheit zu vernichten. Eine Vermisstensuche von ein paar Klassenkameraden wurde nun aber plötzlich zu einer Nacht- und Nebelaktion apokalyptischer Ausmaße, und Odin sieht ein, dass sowas vielleicht eine Nummer zu groß für die Unterstufe sein könnte, und entbindet sie von ihrer Aufgabe. Und als die Schüler den Klassenraum verlassen, murmelt Odin zu sich selbst, dass jener, der die Dunkelheit sucht, endlich unter ihnen weilen wird. Ruhelos und gereizt weiß die Schulklasse nun nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Sie wurden zwar von ihrer Pflicht entbunden, aber wie können sie nur jetzt einfach tatenlos herumsitzen? In diesem Moment stößt ihr Klassenkamerad Balder zu ihnen, welcher angeblich die ganze Zeit über eine andere Aufgabe für Odin erledigte. Sie erzählen ihm alles, und Bragi sagt im Scherz, sie müssen mit ihren gegebenenfalls toten Klassenkameraden sprechen, um herauszufinden, was passiert ist. Aber Balder sagt, dass er in einer Welt namens der Unterwelt war und dass sie dort vielleicht tatsächlich mit den Toten sprechen können. Und, kleine Randnotiz, ich vermute, das wird auch genau der Grund sein, warum Donald und Goofy sich am Anfang von Kingdom Hearts 4 in die Unterwelt zu Hades begeben werden, weil sie sich nicht sicher sind, ob Sora am Ende von Teil 3 gestorben ist oder nicht. Also besuchen sie Hades, um halt auf Nummer sicher zu gehen oder einen Hinweis zu finden. Die wollen wahrscheinlich gucken, ob Hades für sie Kontakt zu Sora herstellen kann. Aber ich schweife schon wieder ab. Darum sollten wir uns jetzt keine Gedanken machen. Genauso wie die Schulklasse sich keine Gedanken mehr um Balders Schwester Hoda machen muss. Hoda. Denn sie ist bereits tot. Sie starb im Kampf gegen Malefiz, um ihren Bruder zu beschützen. Und tatsächlich führte Balder bisher keine andere Aufgabe für Odin aus. Odin hat ihm schlichtweg Zeit zum Trauern gegeben. Seltsamerweise scheint Balder das alles aber sehr gefasst und nebensächlich zu erzählen. Seine Klassenkameraden hinterfragen das aber nicht und folgen ihm einfach mal in die Welt von Herkules. Dort treffen sie direkt auf Hades, der sie in die Unterwelt bringt. Lustigerweise macht Hades hier schon fast den leichten Fourth Wall Break und macht sich darüber lustig, dass in Kingdom Hearts immer nur die Rede von Verschwinden ist. Oh, richtig, Sterbliche müssen immer alles schönreden. Tja, ich persönlich bevorzuge Tod! Das ist, glaube ich, als Kommentar an uns als Spieler zu verstehen, dass Sora am Ende von Teil 3 nicht wegteleportiert wurde, wie einige denken, sondern dass der im wahrsten Sinne des Wortes gestorben ist. Aber wieder zurück zu unserer Klassenfahrt in der Hölle. Sie fragen Hades, ob er ihnen helfen kann, mit Hoda zu sprechen, und Hades ist halt Hades und sagt, dass wenn er ihnen hilft, dafür einer von ihnen bei ihm in der Hölle bleiben muss. Aber wer, das diskutieren sie später aus. Er findet Hoda und die anderen toten Klassenkameraden wirklich und zeigt ihnen den Weg. Als sie diesen beschreiten, stellt sich ihnen aber Kerberos in den Weg. Das dreiköpfige Flohhotel ist aber tougher, als er aussieht, und so kommt überraschend Balder zur Hilfe. Da sie mit dieser Taktik aber bisher noch nicht genug negative Erfahrungen gemacht haben, teilen sich Arrakas, Xehanort, Balder und Bragi mal wieder auf. Ich finde, wir sollten uns aufteilen. Arrakas und Xehanort folgen weiter dem Pfad und finden tatsächlich ihre 4 toten Schulkameraden. Hoda, Heimdall, Helgi und Sigrun. Sie erzählen den beiden, wie sie in der Welt von Dornröschen auf Malefiz trafen und getötet wurden. Danach landeten ihre Herzen in der letzten Welt und anschließend in der Unterwelt. Wenn ihr ähnlich tief in der Lore von Kingdom Hearts drin seid wie ich, dann findet ihr diese Info gegebenenfalls nicht besonders cool.
Malefiz hatte vor dieser Erzählung ausgehend nämlich auf einmal schon echt viel Kontakt zu Schlüsselschwerträgern, noch bevor sie auf Aqua und Co., geschweige denn Zora trifft. Auf der anderen Seite wäre es aber auch ziemlich krass. Bedenkt mal, Malefiz hatte mindestens 4 Schlüsselschwerträger auf dem Gewissen. Stellt sich die Frage, wie schwach waren diese 4 oder wie stark sind eigentlich Aqua und Zora? Vor allem Zora in Teil 1. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Malefiz, die böse Fee und Herrscherin über das Böse. Jeder, der es wagt, sich euch in den Weg zu stellen, wird sofort umgebracht. Erst letztens diese 4 Teenager mit dämlichen Schlüsseln. Ihr seid wahrlich eine furchteinflößende Meisterin des Bösen. Und dann hattet ihr einmal, nur einen schlechten Tag, nur einen einzigen. Und ihr verliert gegen dieses blauhaarige Mädel, den Prinzen Philipp und die bunten Feen. Aber hey, jeder hat mal einen schlechten Tag. Jetzt wirst du dein Comeback haben. Du unterjochst alle Welt mit Hilfe der Herzlosen. Erstmal schnappst du dir ein neues Schloss und machst es zu einem so beklemmenden Ort, dass die Welt sogar mit Hollow-Bestien einen neuen Namen bekommt. Und jetzt? Du bist wieder im Spiel. Alle Welten werden sich dir beugen. Und dann kommt ein 14-Jähriger in gelben Clownsschuhen an und kegelt dich zusammen mit einer Ente, einem Hund und seinem Kumpel bzw. Lover. Wovor hast du Angst? Völlig aus dem Leben. Nein! Stellt euch vor, wie abgrundtief angepisst Malefiz sein müsste. Und das fände ich wiederum richtig witzig und cool. Zuerst kam mir Lorium in Union Cross echt schwach vor, weil er es nicht geschafft hat, allein Malefiz zu besiegen. Jetzt finde ich ihn ziemlich badass, dass er allein gegen sie nicht draufgegangen ist. Und Zora in Kingdom Hearts 1 erst. Da gibt's nur ein Problem. Wenn Sie die Geschichte glauben, liegen Sie leider falsch. Es hat sich tatsächlich nicht ganz so abgespielt, wie wir es hier gezeigt bekommen. Aber was genau da abging, dazu kommen wir später im Video. Für den Moment ist nur wichtig zu wissen, was Arrakas und Xehanort zu diesem Zeitpunkt wissen. Die toten Klassenkameraden geben Arrakas und Xehanort außerdem mit auf den Weg, dass es vielleicht gar keine genaue Unterscheidung zwischen Licht und Dunkelheit gibt. Jeder denkt von sich selbst, er oder sie würde das Richtige tun. Aber das liegt immer nur im Auge des Betrachters. Und das Gegenteil vom eigenen Weg ist oft automatisch Dunkelheit für den anderen. Das ist gefährlich und ich finde es gut und interessant, dass Kingdom Hearts wieder mal das sonst so omnipräsente Schwarz-Weiß-Denken hinterfragt. Nachdem sie sich von ihren toten Schulkameraden verabschiedet haben, eröffnet Hades ihnen, dass entweder Baldr oder Bragi im Kampf gefallen sind. Natürlich wollen sich die Freunde damit nicht abfinden und es kommt zum Kampf mit Hades. Aber bevor es so richtig ernst wird, werden sie in einen Korridor der Dunkelheit gezogen. Sie schützen sich so schnell sie können mit ihren Rüstungen, aber für Hermod und Urz ist es zu spät. Eine der Dunkelheiten spürt sie auf und lässt die volle Kraft der Dunkelheit auf sie hereinströmen und so sterben auch diese beiden. Arrakas und Xehanort würde es wahrscheinlich genauso ergehen, wenn sie nicht in letzter Minute von Meister Odin gerettet werden würden. Odin gesteht den letzten beiden verbleibenden Unterstuflern ein, dass die Verluste ganz und gar seine Schuld sind. Er wäre nicht in der Lage gewesen, die Situation richtig einzuschätzen. Aber sie müssen weitermachen, damit die Opfer nicht umsonst waren. Plötzlich gibt es eine Explosion. Meister Odin beschwört das Schlüsselschwert No Name vom Meister der Meister zu sich und beginnt sofort mit der Evakuierung der restlichen Schüler in der Stadt. Überall in Scarlet Kylon brechen Kämpfe aus und Xehanort ist sich nun sicher, dass Baldr dahinter steckt. Er hatte seine Schwester verloren, war in tiefer Trauer und war deswegen extrem anfällig für jegliche Dunkelheit, bis er eine neue Dunkelheit aus seinem Herzen heraus geboren hat. Sie ist fort. Sie kommt. Sie nicht beschützen. Und jetzt sind sie auch weg. Warum konnten sie es nicht? Warum haben sie es nicht? Sind sie verschwunden? Wurden sie ausgelöscht?
Ich habe meine Schwester verschwinden lassen. Ich habe ihre Freunde verschwinden lassen. Eine Welt ohne sie kann genauso gut ins Dunkel stürzen. Wenn du keine Hoffnung mehr für diese Welt hast, säubere sie. Tauche die 13 Lichter in Schatten. Lass das Licht verschwinden. Lass das Licht verschwinden. Ah, riecht ihr das? Hier stinkt's nach Redcon. Wisst ihr, diese Sache hat mich völlig kürre gemacht. Wir sehen hier, wie buchstäblich eine neue Dunkelheit geboren wird. Und ich rede nicht von einem normalen Herzlosen oder etwas in der Art. Das gab es in Kingdom Hearts ja schon immer. Clayton? Nicht Clayton. Nicht Clayton! Nein, es wird später im Spiel nochmal bestätigt, dass hier buchstäblich eine neue, reine Dunkelheit geboren wurde. Uns wurde aber immer erzählt, dass es genau 13 wahre Dunkelheiten gibt, welche der Meister der Meister ja auch versucht zu vernichten. Wenn solche Dunkelheiten aber, selbst wenn man sie vernichtet, einfach irgendwann durch einen Menschen mit einem schlechten Tag neu entstehen können, dann müsste euch ja jetzt auffallen, wie das den Plan vom Meister der Meister ein Stück weit ab Absurdum führt. Sein Plan, sie so zu vernichten wie in Union Cross, ist damit völlig sinnlos. Weil dann ist es ja egal, wie viele er vernichtet, wenn sie wie Unkraut immer wieder neu wächst. Und im ersten Moment hat mich das auch echt verwirrt und sauer gemacht, weil ich die Befürchtung hatte, dass die Story jetzt völlig in den Sand gesetzt wird. Aber keine Sorge, die Story ist weiterhin auf Kurs und nichts wurde zerstört. Tatsächlich musste auch ich erstmal etwas länger darüber nachdenken und sogar ich als Creator musste meine eigenen Kingdom Hearts Videos nochmal schauen, um wieder auf Spur zu kommen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass der Meister der Meister, der einen unglaublichen komplizierten Planus hackt, der sich über mehrere Jahrhunderte erstreckt, nicht weiß, dass die Dunkelheit auf diese Weise einfach neu wachsen kann. Und das Ding ist, wahrscheinlich weiß er das sogar. Ich habe euch sein vermutliches Endziel und Identität in meinem Meister der Meister Video erklärt. In meinem Union Cross Video wurde das teilweise schon bestätigt. Daher wissen wir, worauf er hinarbeitet. Aber niemand hat ja gesagt, dass Union Cross schon endgültig die Dunkelheit vernichtet hat. Und auch Dark Road lässt es an manchen Stellen zweifelhaft aussehen, dass das so passiert wäre. Tatsächlich habe ich ja selbst im Union Cross Video gesagt, ich glaube halt niemals, dass alle 13 Dunkelheiten außer Vanitas am Ende von Union Cross draufgegangen sind. Und wir wissen ja auch, dass der Meister der Meister jetzt in Kingdom Hearts 4 vermutlich in die nächste Phase seines Plans geht. Wir kennen zwar nicht die Details, die auf dem Weg dahin passieren, aber das Endziel ist klar. Und wir müssen einfach abwarten, wie genau der Meister der Meister sein Endziel letztlich erreichen möchte. Wenn ihr mich fragt, dann wird Sora auf jeden Fall ein großer Bestandteil davon sein und deswegen kommt ja jetzt auch Kingdom Hearts 4, wo es weitergeht. Es ist daher also echt egal, ob der Meister sich später noch 7 Dunkelheiten stellt, allen 13 oder von mir aus 300. Nomura hat sich beim Schreiben der Story des Meisters der Meister selbst Narrenfreiheit geschaffen, weil er durch das Buch und die Zeitreisen am Ende immer sagen kann, ja, aber siehst du, diese Sache hatte er einkalkuliert oder sogar direkt so eingefädelt, damit am Ende dieses und jenes passiert. Schließlich kannte er die Zukunft. Und so weiter und so fort. Ihr seht also, wir haben hier zwar wieder einen Retcon, da wir bereits etablierte, abgeschlossene Plotpoints nun neu interpretieren, es ist aber alles noch im Lot. Aber zurück zu Dark Road. Nun treffen auch die letzten drei überlebenden Oberstufel ein und wieder gibt zu, dass er wusste, dass Baldur zu einem Gefäß für die Dunkelheit geworden ist. Er es aber nicht über sein Herz bringen konnte, Baldur zu töten. Arrakis macht das stinksauer, da niemand weiteres hätte sterben müssen, wenn wieder gehandelt hätte. Seine Wut übermannt ihn und er greift seine Klassenkameraden zusammen mit Xehanort an. Ja, wie gut, dass er später als Erwachsener sein Temperament besser im Griff hat. Nicht. Bevor der Konflikt aber völlig eskaliert, bringt Xehanort seinen Freund wieder zur Vernunft und der von der Dunkelheit besessene Baldur taucht plötzlich auf. Er bemerkt, dass Vida es nicht geschafft hat, die 7 puren Lichter zu sammeln und dass er Angst hatte, dass Xehanort allen verrät, dass Baldur Dunkelheit beherbergt. Denn Xehanort hat schon lange vermutet, dass Baldur von der Dunkelheit besessen ist. Baldur verschwindet aber zum Turm, wo auch Odin und Vor zu sein scheinen. Und überlässt seinen Klassenkameraden den Herzlosen.
Im Turn spricht die Dunkelheit durch Balder mit der naiven Vor und verrät ihr, dass tatsächlich die Dunkelheit selbst es war, die all die Mitschüler umgebracht hat. Sogar Balders Schwester Hoda. Sie hat sich getarnt und so getan, als wäre sie Malefiz, Cerberus und Co. Wir wissen, dass die Dunkelheit auch Trugbilder erschaffen kann und das schon seit Kingdom Hearts 1. Sie hat sich also bewusst Balder ausgesucht und ihn dann so lang malträtiert, bis er sie in sein Herz gelassen hat. Ziemlich creepy. Es kommt zum Kampf, aber Vida und die anderen eilen Wort zur Hilfe. Sie sehen nun keine andere Möglichkeit mehr, als Balder zu töten. Aber die Dunkelheit und Balder erweisen sich als hartnäckiger als gedacht. Als sie in die Enge getrieben werden, beschwören sie einen sehr mächtigen Herzlosen, der einfach mal die komplette Oberstufe one-shottet. Und auch Vor muss dran glauben. Meine Fresse, Union Cross war ja schon fies, aber hier sterben die Charaktere wirklich alle, wie die Fliegen. Weil der Plot es so will, verlegen die drei Kontrahenten ihren Endkampf aber nun auf das Dach, weil das natürlich viel dramatischer ist. Wie jeder gute Schurke am Ende des Films lamentiert die Dunkelheit nun, was genau ihr Plan war. Kingdom Hearts. Wer Kingdom Hearts kontrolliert, der kontrolliert auch die Konzentration von Licht und Dunkelheit im gesamten Universum. Und die Dunkelheit würde Kingdom Hearts natürlich dafür nutzen, um das gesamte Universum durch pure Dunkelheit auszulöschen und zu läutern. Sie hat nun 12 Lichter ausgelöscht und es fehlt laut ihr nur noch eines, damit die 13 komplett sind, um so den Schlüssel zu Kingdom Hearts zu erhalten. Interessanterweise ist das zwar derselbe Plan wie von Meister Xehanort in Teil 3, aber er funktioniert genau gegensätzlich zu dem, was Xehanort gemacht hat. Bei Meister Xehanorts Schlüsselschwertkrieg waren es 13 Dunkelheiten gegen 7 Lichter. Hier scheinen 13 Lichter gesammelt zu werden und Balder stellt entweder eine einzige Dunkelheit oder mit dem im Geheimen immer noch lebenden Dunkelheiten die passenden 7 dar. Für den Moment ist das für Darkwood zwar nicht wirklich wichtig, aber ich denke, mit dem Schachspiel am Ende von Teil 3 wurde genau diese Konstellation ja ohnehin schon für Kingdom Hearts 4 angeteasert. Tatsächlich war es auch die Dunkelheit, die wieder dahingehend manipuliert hat, Kingdom Hearts beschwören zu wollen. Aber der Plan verlief nicht so wie gedacht und so musste sie selbst aktiv werden. Ich habe es vorhin nicht deutlich gesagt, weil ich diesen kleinen Twist nicht vorwegnehmen wollte. Aber wann immer wir eine Dunkelheit in Dark Roads Cutscenes sehen, können wir davon ausgehen, dass das immer Balder und seine Dunkelheit war. Balders Dunkelheit ist, so wie ich das sehe, die einzige, die hier am Rad dreht. Jedenfalls kommt es zum Endkampf und mit viel Mühe können Arrakis und Xehanort Balder besiegen. Als Xehanort zum finalen Schlag ansetzen will, tut die Dunkelheit aber das, was alle bösen Geister in allen Geschichten in so einer Situation tun. Sie tut so, als wäre sie wieder Balder und versucht Zweifel bei Xehanort zu säen. Sie sagt, Xehanort und Balder wären gleich. Auch er würde Dunkelheit in sich tragen, die nur dadurch umso größere Schatten wirft, da das Licht ihrer Kameraden, die neben ihnen stehen, umso heller leuchtet. Bei Balder war es seine Schwester. Bei Xehanort ist es Arrakis. Tatsächlich sind Xehanort und Balder in dem Sinne gleich, dass sie eine besondere Eigenschaft haben, welche ihre Klassenkameraden nicht teilen. Sie können umso einfacher und stärker wahrnehmen, was sich in den Herzen und den Gefühlen ihrer Umgebung abspielt. Das ist auch der Grund, warum Xehanort schon früh den Verdacht hatte, dass Balder der Dunkelheit verfallen ist. Er hat die Dunkelheit in seinem Herzen klar gespürt. Stellt euch das so vor, als wären Xehanort und Balder hypersensibel. Die kitschigste Superkraft, die man nur haben kann. Super-Empathie! Also wenn ich Balder wäre, wäre ich da auch irgendwo angepisst. Stellt euch vor, ihr bekommt eine Superkraft, aber eure Superkraft ist es, Dinge sehr intensiv zu fühlen. Das ist so, als ob du das langweilige fünfte Kind bei Captain Planet bist. Erde! Feuer! Wind! Wasser! Liebe! Ja, Balder und Xehanort haben beide die Macht der Liebe. Die beiden Supersentimentalen unterhalten sich weiter und Balder verrät Xehanort, was ich euch vorhin schon erklärt habe. Balders Dunkelheit ist keine der antiken 13 Dunkelheiten, sondern eine neue Dunkelheit, die innerhalb von Balder gewachsen ist, indem er die umliegende Dunkelheit um sich herum mit seiner krassen Empathie in sich aufgenommen hat. Stellt euch das so vor, als hättet ihr ein super starkes Gehör. Ihr könnt Geräusche hören, die andere nicht wahrnehmen können. Und Geräusche, die für andere laut sind, werden für euch schon unerträglich.
So verhält es sich halt auch mit dem Herzen von Balder. Seine Empathie ist ihm zum Verhängnis geworden, da er all die schwache Dunkelheit in allen Leuten um ihn herum umso stärker wahrgenommen hat, bis er es nicht mehr ausgehalten hat und sich der Dunkelheit öffnete. Und interessanterweise sagt Balder, dass einst auch die antiken Dunkelheiten genauso ursprünglich gewachsen sind. Weil wir zuletzt zu wenig Disney-Magie im Plot hatten, kommt nun typisches Kingdom Hearts-Zeug. Hoda, die Schwester von Balder, hatte sich, so wie es aussieht, seit ihrem Tod in Xehanorts Herzen versteckt und bricht nun hervor, um ihren Bruder aufzuhalten. Es ist im Endeffekt dasselbe, was am Ende von Kingdom Hearts 3 Erika's bei Xehanort macht. Und wenn man mal länger darüber nachdenkt, ist das zwar abgedroschen, ja, aber irgendwie auch passend. Aber auch seine Schwester kann ihn nicht beschwichtigen und so kommt im letzten Moment Meister Odin mit No-Name zur Hilfe. Mit magischen Ketten fesselt er den von der Dunkelheit besessenen Balder. Das sind übrigens auch dieselben Ketten, die Erika's in Burst by Sleep einsetzt. Und vielleicht auch Xehanort Terra in Kingdom Hearts 3. Hoda versucht nochmal ihr Glück, stirbt dann aber auch endgültig. Balder versucht noch ein letztes Mal, Xehanort auf seine Seite zu ziehen. Er sagt, beide wären gleich, dass es nur sie und die anderen gibt. Ihnen würde die Dunkelheit durch schlechte Nachrede angehangen werden, ohne Verständnis, woher diese kommt. Er fleht Xehanort an, Antworten zu finden. Antworten zu der Ungerechtigkeit der Welt. Xehanort hält inne und streckt Balder dann kaltblütig nieder. Erika's bleibt nichts anderes übrig, als tatenlos dabei zuzusehen, wie auch dieser Klassenkamerad stirbt und Meister Odins Herz wankt schwer. Nur Xehanort scheint sehr von sich überzeugt. Einen Monat später besucht Xehanort seine Freunde auf dem Friedhof. Er steht an ihren Gräbern und lässt Blumen für sie zurück. Auch wenn Erika's es sich nicht anmerken lässt, bemerkt Xehanort, dass man ihn wohl jede Nacht auf seinem Zimmer weinen hört. Und auch Meister Odin haben die Geschehnisse sehr gezeichnet. Er ist laut Erika's kaum noch wiederzuerkennen. Dieses Schulklassenmassaker hat ihn so verstört, dass er nun keine neuen Schüler mehr annimmt und er möchte Xehanort und Erika's so schnell wie möglich das Mark of Mastery machen lassen. Er ist so gebrochen, dass er nun unbedingt in den Ruhestand und die Nachfolge Erika's und Xehanort übergeben möchte. Sein Plan ist es, Scala et Kylum zu verlassen und sich in einer kleinen, gemütlichen Welt niederzulassen. Es wäre Zeit für eine Veränderung. Okay, wie viele zur Ruhe gesetzten Schlüsselschwertmeister haben wir in der Story? Nur ein. Und dieser kennt Erika's gut, lebt abgeschieden in einer winzigen Welt und nutzt im Kampf kein Schlüsselschwert mehr. Wenn hier wirklich angedeutet werden soll, dass Yen-Sid früher Meister Odin war, dann fände ich das mega nice. Aber leider bezweifle ich, dass das wirklich der Fall ist. Da gibt es nämlich für mich einfach viel zu viele Unstimmigkeiten. Wenn Odin sich nur zur Ruhe gesetzt hat, warum sollte Odin seinen Namen in Yen-Sid ändern und auch seinen kompletten Kleidungsstil? Warum sollten sich sogar seine Haar- und Augenfarbe ändern? Warum sollte er keine Schüler mehr annehmen, nur um dann später doch noch Mickey zu trainieren? Würde Disney wirklich erlauben, dass Nomura die Hintergrundgeschichte eines Disney-Charakters umschreibt? Ich weiß nicht, das wirkt alles sehr unwahrscheinlich auf mich. Es ist ja kein Geheimnis, dass mit Kingdom Hearts Missing Link das nächste Handyspiel erscheint. Und ich finde es aktuell viel wahrscheinlicher, dass wir Meister Odin darin in irgendeiner Art und Weise wiedersehen, als dass er einfach Yen-Sid ist. Sagen wir einfach, es besteht die kleine Möglichkeit, dass Meister Odin zu Meister Yen-Sid geworden ist, aber unwahrscheinlich ist. Aber wer weiß, in Kingdom Hearts gab es schon verrücktere Sachen. Zum Beispiel, dass der totgeglaubte Bragi plötzlich wieder auftaucht und er die ganze Zeit über Lushu war. Lushu wusste ganz genau, was Balder so treibt und hat ihn in der Unterwelt damit konfrontiert. Lushu hatte darüber nachgedacht, ob er Balder als nächstes Gefäß für sich nutzen würde, aber da der Gute nun so am Rad dreht, würde das nur unnötige Aufmerksamkeit auf Lushu ziehen. Balder, der alle anderen Schüler umbringen konnte, hat außerdem keinerlei Chance gegen Lushu. Das zeigt nochmal, wie anders es wohl tatsächlich läuft, wenn er wirklich ein Schlüsselschwert hat. Figures. If I had a keyblade, it'd be different. Like you're actually worthy to use one? Oh. I am worthy.
Er suchte außerdem vermutlich nach dem Schlüsselschwertträger, der die Dunkelheit für seine Zwecke nutzen wird, eben weil das die Prophezeiung aus dem Buch der Prophezeiungen war. Das letzte Event, bevor seine Kameraden zurückkehren und er sich endlich zu erkennen geben darf. Er hatte die Hoffnung, dass Balder der vom Meister der Meister auserwählte Sündenbock sein könnte, aber merkte dann schnell, dass nicht Balder die Dunkelheit kontrolliert, sondern die Dunkelheit ihn. Und so hatte er beschlossen, einen Rückzieher zu machen und einfach so zu tun, als wäre er mit den anderen gestorben. Und nachdem er gesehen hat, wie Xehanort mit der ganzen Situation umgegangen ist, hat er nun berechtigterweise sein Auge auf ihn geworfen und ihn spätestens viele Jahre später in Radiant Garden wieder getroffen, dann im Körper von Brake. Und ich weiß genau, was ihr euch jetzt denkt. Das ist alles schön und gut, aber wie genau ist denn jetzt Xehanort zum großen Schurken der gesamten Reihe geworden? Ich meine, ja, wir haben gesehen, wie skrupellos er war, seinen von der Dunkelheit besessenen Klassenkameraden einfach abzumurksen. Okay, aber das allein macht ihn noch nicht zum riesigen Antagonisten der gesamten bisherigen Kingdom Hearts-Reihe. Wie schon oft gesagt, war ich auch total überrascht vom Ende von Dark Road, denn ich hatte auch was anderes erwartet. Ich hatte gedacht, dass wir einfach viel mehr sehen, wie Xehanort selber in diesem Spiel anfängt, die Dunkelheit zu nutzen. Aber das haben wir so nicht gesehen. Aber wenn man mal ein bisschen länger darüber nachdenkt, dann macht das vielleicht schon auf eine gewisse Art und Weise Sinn, weil das Spiel heißt halt Dark Road, sein dunkler Pfad. Das ist der Weg, den er beschreitet, um in die Dunkelheit zu kommen oder den er beschreitet, um letztlich der Dunkelheit zu verfallen. Wir haben halt gesehen, wie er jetzt am Anfang dieses Pfades steht. Wir haben noch nicht gesehen, wie er in der Dunkelheit angekommen ist. Und was er so auf diesem Weg wirklich macht, das sehen wir jetzt noch in dem Spiel in einzelnen verstreuten kleineren Szenen. Ein Jahr später. Xehanort streift durch einen Korridor der Dunkelheit. Er ist dabei, sich nun auf sein Mark of Mastery-Examen vorzubereiten. Er fragt sich, ob er auch ohne seine Rüstung der Dunkelheit standhalten kann, ist rappeldumm und legt diese ab und bricht kurz darauf zusammen. Das wäre eigentlich das Ende seiner Reise, aber er wird vom Meister der Meister gefunden. Interessant hierbei ist, dass er Xehanort selbst als Singularität bezeichnet. Diese Bezeichnung ist von dem, was wir bisher wissen, auch irgendwo treffend, da ja Xehanort derjenige sein wird, der in Kingdom Hearts 3 Sora dazu zwingen wird, die Zeit zu verändern. Ob er jetzt Sora oder Xehanort als Singularität bezeichnet, ist da wohl Haarspalterei. Aber der Vergleich von Sora zu Xehanort, der wird später im Video noch richtig interessant. Worauf es aber in diesem Moment ankommt, ist, dass das alles ja schließlich zum Plan vom Meister der Meister gehört. Zum Meister der Meister habe ich euch ja schon in vielen Videos mehr als genug erzählt. Er weiß hier schon vermutlich ganz genau, wer Xehanort ist, trifft ihn aber selbst zum ersten Mal in Fleisch und Blut. Der Meister der Meister hat daher auch Xehanorts Leben gerettet. Er verrät ihm, dass er einst mehr oder weniger ein Schlüsselschwertträger war und demonstriert es ihm, indem er ihm sein Schlüsselschwert entreißt. Das mag nur wie eine kleine nebensächliche Szene wirken, aber als ich das gesehen habe, ist mein Hirn direkt in den Overdrive geschaltet. Wir wissen, dass der Meister der Meister als Erschaffer aller Schlüsselschwerter gilt. Zeigt uns diese Szene jetzt schon, dass der Meister der Meister jedes Schlüsselschwert kontrollieren kann, wie er es möchte? Oder ist das nur ein Callback an die Szene aus Kingdom Hearts 1, in denen Riku und Sora sich gegenseitig das Schlüsselschwert wegnehmen, weil ihr Herz in diesem Moment jeweils stärker und willensstärker ist als das des anderen? So oder so, der Meister der Meister zeigt dir ganz beiläufig, warum er wahrlich der Meister aller Meister ist. Und basierend darauf habe ich auch schon direkt die nächste Theorie zu Kingdom Hearts 4. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann wäre es das Richtige, mir ein Abo dazulassen und die Glocke auf alle Benachrichtigungen zu stellen, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Der Meister der Meister sagt Xehanort, dass er auf keinen Fall ohne Schutz durch einen Korridor der Dunkelheit laufen sollte. Er gibt ihm den schwarzen Mantel, welcher, wie wir wissen, ebenfalls Dunkelheit abhalten kann. Laut dem Meister der Meister aber in ihrer Verteidigung sogar noch besser funktioniert als die Schlüsselschwertrüstungen. Ich glaube, manche Fans sind generell etwas verwirrt von der Robe. Um es mal ganz stumpf in-game zu erklären, für mich war die Robe immer nur ein Ausrüstungsgegenstand mit sehr hoher Dunkelheitsresistenz. Ihr könnt in anderen Teilen auch Rüstungen tragen, die euch mehr Verteidigung gegen Dunkelheitsschaden bieten. Angenommen, die Schlüsselschwertrüstungen erhöhen die physische Verteidigung des Trägers ein gutes Stück und die Dunkelheitsresistenz um 80%. Dann erhöht die Robe die physische Verteidigung kein bisschen, aber gibt einem 100% Verteidigungsbonus gegen die Dunkelheit. Die Zahlen habe ich mir jetzt natürlich ausgedacht, aber ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was vermutlich damit gemeint ist.
Jedenfalls wird es anschließend etwas klarer, was der Meister der Meister mit dem falschen Licht meinen könnte. Er sagte, dass menschliche Emotionen komplex sind. Wenn ihr jemanden liebt, kann diese Liebe auch in negative Gefühle wie Hass und Eifersucht umschwenken. Ist so etwas wie Liebe dann immer noch Licht oder ist es damit Dunkelheit? Laut ihm gibt es Menschen mit Macht und ohne Macht. Die mit Macht fühlen sich überlegen und meinen, sie können über andere urteilen. Die ohne Macht sind neidisch und fühlen sich minderwertig. Sie wollen die Macht stürzen. Laut dem Meister der Meister gibt es nur die Starken und Schwachen. Aber Xehanort sagt treffend, dass man Menschen nicht in Extreme unterteilen sollte und dass er weder zu dem einen noch den anderen gehört. Und selbst wenn, würde das nicht automatisch heißen, dass er auch diese negativen Gefühle hat. Also bittet der Meister der Meister ihn um einen Gefallen. Xehanort soll sich für ihn ganz genau die Herzen der Menschen anschauen, wenn er nun während seiner Meisterprüfung durch verschiedene Disney-Welten reist. Wen er wann und wie genau getroffen hat, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass genau das letztlich dazu geführt hat, dass Xehanort anschließend umso mehr davon überzeugt ist, er müsse die Welt mit Kingdom Hearts Macht beherrschen. Ich habe es jetzt schon so oft gesagt und wenn ihr mein Meister der Meister Video und mein Unicross Video kennt, dann hängt es euch vielleicht schon zu den Ohren raus, aber der Meister der Meister manipuliert alles und jeden und sorgt dafür, dass all das genauso passiert, wie es für seinen Plan von Vorteil ist. Er hat, bevor er aus der Weltenlinie verschwand, eine, vielleicht sogar mehrere Zeitreisen gemacht und überall die letzten Dominosteine in Bewegung gesetzt, die es für seinen Masterplan braucht. Xehanort war nur einen Schritt von seinem dunklen Pfad entfernt. Er stand am Abgrund und der Meister der Meister gab ihm genau in dieser Szene den letzten Schubser. Oh, tell me more. All around the world, people live seemingly peaceful lives. They believe themselves to be moral and virtuous, but it's all an act. Darkness lurks in the pit of everyone's heart. Their light is a total farce. Sounds like your trip around the world opened your eyes, but you got a little bit more than you anticipated. You must have seen a lot of darkness. Those who are weak and who desire greater power simply strip the strong of their power and convince themselves they've earned it. That's how people become tainted by darkness. They believe what they want to believe, using hollow reasons as justification. They repeat this cycle, and their darkness grows. So you're saying the weak feel the need to justify their actions to maintain a sense of self. Can't let that slide? No. It's better they be ruled by darkness. People carry delusions of having power, but it's a lie. They are but sheep pretending to be wolves. Though I admit, I can understand why. Oh, I've never heard that one before. A Keyblade wielder willing to side with the darkness? Why not just let them be until the darkness consumes them? Because left alone, the world would fall to chaos. There needs to be order. You sure about that? Why not just sit back and watch it play out? Understanding hearts is difficult. More so the emotions within. I simply realize that it's easy to dismiss what you don't comprehend. All right, all right. The world needs you. I'll grant you that one. I don't know what I can do, but I will act. What comes next is too important. I suppose letting false light dictate the future might be a pretty lousy move. So, you can make a change. You have that power. What do you want for the world? Power, eh? Who knows? My training's coming to an end, and the exam's not far off. Maybe I can gain some clarity then. You're letting the exam decide? Listen to me. The results don't matter. You believe the world needs you.
Sounds like you already know where you're headed. It's funny. Somehow, I can sense where I'm supposed to go and what I'm supposed to do. Yes. Even this coat. There's something familiar about it. As if I'm meant to wear this. Hmm. 2 Jahre später. Xehanort und Erica spielen mal wieder Schach, nachdem sie allein durch die Welten gereist sind. Von seinem Treffen mit dem Meister der Meister geprägt, entwickelt er seitdem einen Plan, wie er die Welten seiner Meinung nach wieder in die richtige Bahn lenken könnte. Xehanort sagt, dass seine Lebenszeit zu kurz sei und dass er, um die Welt wieder aufzubauen, 13 Leben brauchen würde. Das ist natürlich ein Augenzwinkern in Richtung seines Plans, den er sowohl in Kingdom Hearts 2 als auch in Kingdom Hearts 3 mit seinen 13 Niemanden versucht hat. Und dann entscheidet sich Xehanort um und sagt, eigentlich bräuchte er 14, damit er sich die neue Welt anschließend auch ansehen könnte. Wenn ihr mich fragt, dann ist das nochmal ein klarer Hinweis von Nomura, dass wir Xehanort in Kingdom Hearts 4 wiedersehen werden. Aber dazu später noch mehr. 7 Jahre später sehen wir, wo ihn sein Plan hinführt. Xehanort wurde No-Name vererbt und Erica's Master Defender. Xehanort sagt, dass er Kingdom Hearts beschwören will, da das der einzige Weg wäre. Ihm wurde No-Name vermacht, damit er genauso gegen die Dunkelheit kämpfen könnte, wie die Schlüsselschwertträger aus jener Zeit, aus der es stammt. Sicherlich tut Xehanort das aus seiner Perspektive auch, aber wir wissen als Spieler natürlich, dass das nicht so wirklich glücklich ausgeht. Und auch Erica's ahnt, worauf das alles hinauslaufen wird und so kommt es zum Unvermeidlichen. Wir wissen nicht, wie oft die beiden Freunde über die Idee, Kingdom Hearts zu beschwören, über die Jahre hinweg aneinander geraten sind, aber wir kennen das letzte Mal. 54 Jahre später. There is a reason the precepts bar us from such knowledge. Why do you seek the Keyblade? Would you blanket all the worlds in darkness? Reduce them to nothing? But darkness did cover the world once, in legend. We know so little about the Keyblade War, only that it was just the beginning. Amidst that crisis, a precious light was found. It is a curious tale, and one worth exploring. They say ruin brings about creation. So what then would another Keyblade War bring? When the darkness falls, will we be found worthy of the precious light the legend speaks of? I must have these answers. The Keyblade needs to be forged, and with it the door to the Keyblade War unlocked. Fool, you would risk an apocalypse out of sheer curiosity? I will never allow it to end. Not while I live! But once again, you have it all wrong, Erechus. Darkness is a beginning, you see, not an end. At birth, every one of us emerges from darkness into a world of light, do we not? Poetic excuses! If words won't dissuade you, only one thing will! Darkness taken you, Xehanort? Not your concern. Der Satz von Erechus klang vorher immer nur wie eine Umschreibung dafür, dass Xehanort halt auf die dunkle Seite gefallen ist, aber mit dem Kontext um Balder und Dark Road trifft einen diese Szene ganz anders. Und als ich so über Birth by Sleep mit dem Wissen aus Dark Road nachgedacht habe, da fiel mir auch diese Szene ein. The end. Your heart will be engulfed by mine forever. Wrong. You're gonna get shown the door, old man. As I recall, you couldn't even handle your own darkness. How then will you triumph over mine? Das war für mich selbst der Moment, wo sich die Punkte in meinem Kopf verbunden haben. Es ist zwar aktuell nicht wirklich relevant und ich bezweifle auch,
dass es das in der Zukunft noch werden wird, aber man kann sich jetzt schon zusammenreimen, dass Xehanort so ein Arschloch geworden ist, weil er selbst eine Dunkelheit geboren hat. Natürlich ist es nichts Neues, dass negative Gefühle die Dunkelheit nähren und umgekehrt, aber im Fall von Xehanort noch einmal eine indirekte Bestätigung zu bekommen, fand ich ziemlich cool. Auch wenn er niemals von seiner Dunkelheit kontrolliert wurde, sondern er die Dunkelheit kontrolliert hat, können wir, denke ich, trotzdem davon ausgehen, dass diese Dunkelheit zu führen einen sehr negativen Einfluss auf ihn hatte. Und genauso wie Baldas Dunkelheit in Form eines Herzlosen in Erscheinung getreten ist, so tat es auch Xehanorts. Sein Wächter ist, denke ich, seine Version einer eigenen Dunkelheit, so wie Baldas Herzlose es war. Und darin hat er Terra eingesperrt. Deswegen auch dieser Satz von ihm. As I recall, you couldn't even handle your own darkness. How then will you triumph over mine? Wir wissen hier aber, dass Terra genau das letztlich geschafft hat. Was auch noch einmal zeigt, wie stark er letztlich geworden ist und es eigentlich wirklich nicht wichtig ist, ob Terra der Wächter war oder der Wächter nur ein Gefängnis für Terra. Das ist wohl Haarspalterei. Ich finde es einfach mega cool, wie Dark Lord erneut neue Interpretationen aller abgeschlossenen Szenen zulässt und somit gute, neue Retcons liefert. Aber apropos, eigentlich nutzlos, aber interessantes Kingdom Hearts-Wissen. 64 Jahre später besucht Meister Xehanort den Spiegel von Schneewittchen erneut. Xehanort sagt ihr durch die Blume, dass er sich den Schädel rasiert. Yo. Nomura hielt es also unwichtig, uns endlich den Namen vom Meister der Meister zu verraten, dafür aber wichtig, uns mitzuteilen, dass Xehanort mit Mitte 80 immer noch festes Haar haben könnte, wenn er es denn wollte. Er rasiert sich den Kopf, um seine Entschlossenheit zum Ausdruck zu bringen. Damit ist Meister Xehanort sowas wie ein Dunkelheits-Shaolin-Mönch. Darkness! Was verrät Nomura uns als nächstes? Wie seine Morgenroutine aussieht, wann Xehanort kacken geht und was er so zum Frühstück isst? Erstmal ein Eimer Kaffee, dann kann's losgehen. Ich würde ja sagen, bei mir ist das genauso, aber... Ich vertrag keinen Kaffee und schmecken tut er auch nicht. Trotzdem habe ich auch tagsüber einfach meinen Hänger und kann mich dann überhaupt nicht konzentrieren. Dabei hilft mir Holy Energy. Das ist Energy zum Anmischen, der mich länger wach hält als herkömmliche Energy Drinks. Holy steigert meine Konzentration und macht mich wach und das ohne, dass ich dabei völlig überdreht bin und kurz darauf in ein noch tieferes Loch falle. So geht's mir nämlich sonst immer mit anderen Energy Drinks. 100% natürliche Fruchtaromen, kein Zucker oder Taurin, total wenig Kalorien und auch nur halb so teuer wie andere Energies. Alter, das ist sogar einfach noch vegan. Du kannst jetzt das Trial Pack mit 7 verschiedenen Geschmackssorten für nur 14,99 € probieren. Das ist echt ein richtig guter Deal. Ich kann es dir nur empfehlen. Aber zurück zu Xehanort. Warum ist er jetzt genau bei diesem Spiegel? Xehanort weiß noch sehr genau, dass dieser Spiegel jede Frage beantworten kann. Und da ihn die Ungewissheit noch immer quält und er in all den Jahren die Träume aus seiner Kindheit nicht vergessen hat, möchte er immer noch die Freunde aus seinen Träumen treffen. Und so sagt der Spiegel ihm, dass er Ventus im Schlüsselschwertfriedhof finden kann. Ihr findet das vielleicht total nebensächlich, aber ich gehe auf die Szene richtig ab. Wisst ihr auch warum? Weil das genau das ist, was ich mir von Kingdom Hearts Disney-Welten wünsche. Ich habe euch ja schon einmal erklärt, warum Kingdom Hearts 1 mein Lieblingsteil ist. Ein wesentlicher Grund ist, dass in Teil 1 das Crossover auch wirklich noch ein Crossover war und die Disney-Charaktere dort über ihre Welt hinaus mit den weiteren Disney-Kosmos interagiert haben. Das gab es mit Ausnahme von Malefiz in späteren Teilen nur noch wenig bis gar nicht. Deswegen finde ich es richtig gut, dass hier der Spiegel so eingesetzt wird. Und ich hätte wirklich gern gesehen, wie Xehanort beim ersten Treffen auf Ventus reagiert, aber leider wird uns das nicht gezeigt. Wir wissen ja aber, dass die beiden keine wirklich gesunde Beziehung zueinander pflegen werden und vermutlich ist auch das ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr er von der Dunkelheit beeinflusst wird. Dass er jemanden, den er jahrelang gesucht hat und als einen Freund ansah, so behandelt. Aber trotzdem blitzten auch schon in Birth by Sleep noch kleine Reste vom alten, gutherzigen Xehanort durch. Weil warum sonst sollte er den komatösen Ventus nach Destiny Island bringen, wenn nicht aus der Sentimentalität heraus, dass er ihn an diesem Ort vor all den Jahren in seinen Träumen das erste Mal getroffen hat? Hatte er hier vielleicht wieder kurz gewankt und hinterfragt, ob das, was er tut, richtig ist? Hat er hier kurz sein Vertrauen in die Dunkelheit verloren und trägt deswegen auch wieder kurz die Robe vom Meister der Meister? Fragen, dessen Antworten wir hier leider nicht kennen und vermutlich auch nie kennen werden. Was wir aber wissen ist, dass die Gefühlsduselei nicht lange anhält. Nachdem Ventus sich nämlich zumindest wieder bewegen kann, macht er sich mit ihm auf den Weg ins Land des Aufbruchs und trägt fortan die Robe des Meisters erneut nie wieder.
Xehanort muss nach der Region von Ventos davon überzeugt sein, dass sein Herz stark genug ist, der Dunkelheit zu trotzen. Da Ventos Herz zu diesem Zeitpunkt sowieso zerbrochen ist und nur noch aus Licht besteht, hat die Dunkelheit wohl ohnehin keinen Einfluss mehr auf ihn. Ist aber auch egal, da er nach der Extraktion von Vanitas eh nur im Wachkoma ist. Xehanort erinnert sich daran zurück, was sein erster Mentor ihm damals sagte. Die Person, die im Buch der Prophezeiungen erwähnt wird und die als ein Gefäß für die Dunkelheit enden soll, soll in der Lage sein, ihr Herz mit den Herzen von anderen zu verbinden und dadurch das zu fühlen, was die anderen fühlen. Und weil Xehanort immer noch glaubt, dass er der Auserwählte ist und dies sein Schicksal, nimmt er all diese negativen Gefühle der Dunkelheit an. Und kurz darauf bringt er Ventus zum Land des Aufbruchs und zu Arrakas mit der Bitte, dass er ihn ausbildet. Und jetzt sind wir quasi endgültig im Plot von Birth by Sleep angekommen. Hi, I'm Aqua. Terra. Aqua. So, are you here to train with us? Where are you from? Who is that man with you? You good with a keyblade? What's the matter? Are you okay? What did you do? Nothing. I just asked him some stuff. Ventus cannot tell you anything. Because he cannot remember anything. Wir wissen, dass diese Sorge um Ventus bereits nur zu seinem Plan aus Birth by Sleep gehört. Aber wir wussten nie, wie er Arrakas davon überzeugen konnte, Ventus als Schüler anzunehmen. Nun wissen wir, dass Xehanort Arrakas erzählt hat, dass Ventus angeblich der Auserwählte wäre. Und so nahm die Geschichte aus Birth by Sleep seinen Lauf. Kurz nach dieser Szene fragte er Vanitas indirekt, ob er eine der wahren 13 Dunkelheiten ist. Aber Vanitas behauptet, er hätte damit nichts zu tun. Ja, ich würde behaupten, er lügt. Das passt nämlich nicht zu dem, was wir in Kingdom Hearts 3 gesehen haben. Das Gespräch, ohne es wirklich zu offenbaren, spricht aber, finde ich, für sich. Vor langer Zeit gab es 13 antike Dunkelheiten. Die primitivste Form der Schatten, formlos. Die alten Schlüsselschwertmeister gaben sich als Gefäß hin, um die stärksten Sieben in ihrem Körper einzufangen. Von den 6, die übrig blieben, wurden 4 in der aus Daten bestehenden Welt von den Schlüsselschwerträgern eingesperrt. Und 2 wurden zerstört, als die Welt zerbrach. Aber eine überlebte, so sagt man, und tarnte sich selbst als ein Verbündeter des Lichts. Vielleicht versteckt sie sich in einem von uns hier in dieser Zeit. Sag mir, Vanitas, als ein Wesen der Dunkelheit, was denkst du? Ich denke, das hat nichts mit mir zu tun. Ist das so? Dunkelheit war einmal eins. Und obwohl er seitdem zerbrochen ist, war ihr Verstand damals verbunden. Du musst wissen, wo die anderen sind. Ich bin mein eigenes Wesen. Das einst Teil eines Ganzen war? Rein hypothetisch. Wenn du das erwähnte Wesen der Dunkelheit wärst, warum wäre es nötig, dass du dich versteckst? Was wäre der Grund, deine Existenz zu verschleiern? Wer weiß. Furcht vielleicht. Und was genau hätte ich zu fürchten? Licht. Du denkst, ich habe Angst vor Ventus? Du träumst. Sein Herz wurde nicht in Licht und Dunkelheit gespalten. Du wurdest nicht daraus geboren. Du bewohntest sein Herz, vermute ich.
Und wenn das wahr ist, wo kamst du her? Ventus tauchte in meinen Träumen als ein junger Bursche auf. Unser Treffen war kein Zufall. Was weißt du? Was gibt es denn zu wissen? Nichts. Vergiss es. Vanitas versucht ihr halt sehr plump zu verschleiern, dass er eine der 13 Dunkelheiten ist oder zumindest aus einer durch die Verschmelzung mit Ventus geboren wurde. Aber das wussten wir ja ohnehin schon aus Kingdom Hearts 3 und Union Cross, aber es ist schön, es hier nochmal bestätigt zu bekommen. Und hiernach nimmt dann die Geschichte von Birth by Sleep und der gesamte Rest von Kingdom Hearts seinen Lauf. Also, nochmal zum Mitschreiben. Xehanort wächst auf Destiny Island auf. Er kann die Insel irgendwann verlassen, weil sein zukünftiges Zeitreisende sich in der Braunkutte ankommt und ihm einfach ein Portal öffnet. Er geht durch das Portal durch und landet dann in Scarlet Kylum, der Stadt der Schlüsselschwertträger. Dort findet er Freunde und wird selber zu einem Schlüsselschwertträger. Eines Tages ist die gesamte Oberstufe verschwunden und der Unterstufe wird aufgetragen, die anderen Schüler zu suchen. Die Hälfte von denen ist aber schon längst abgekratzt, weil ein Schüler, Baldur, von der Dunkelheit besessen wird und das alles manipuliert und diese gesamten Geschehnisse instruiert. Das Ziel von diesem dunklen Typen war es, Kingdom Hearts zu beschwören. Dafür hat er nacheinander jede Menge Klassenkameraden abgemurkst, um halt mit ihrer Hilfe die X-Klinge zu schmieden. Hat ihm aber nichts gebracht, weil am Ende wurde er von Xehanort, Irakas und dem Meister Odin überwältigt und getötet. Diese Geschehnisse bringen Xehanort an den Abgrund und eines Tages trifft er den Meister der Meister, der ihm dann den letzten kleinen Schubs gibt, damit Xehanort dann letztlich auf dem Weg der Dunkelheit landet. Anschließend widmet Xehanort sein gesamtes Leben der Beschwörung von Kingdom Hearts, weil er glaubt, dass das der einzige Grund ist, wie er die Dunkelheit kontrollieren kann und weil der Meister der Meister es genau so für ihn vorgesehen und geplant hatte. Ende. Und auch wenn mir das Ende von Teil 3 damals sehr sauer aufgestoßen hat, mit dem Wissen aus Kingdom Hearts Dark Road wird das jetzt, finde ich, um einiges besser. Man hat jetzt einfach einen anderen Bezug dazu und ja, ich weiß, das klingt jetzt irgendwie abgedroschen, aber trotzdem werden dadurch einige Szenen für mich einfach viel trauriger. Es wird nämlich alleine schon wegen der einen Sache viel trauriger, die ich bisher noch gar nicht angesprochen habe. Und das ist der Fakt, dass alles auch völlig anders hätte kommen können. Ihr erinnert euch doch sicherlich noch an die Szene aus Union Cross, in der angedeutet wurde, dass Spaken, also die Spielfigur, in seinem zweiten Leben zu Xehanort geworden ist, oder? Natürlich erinnert ihr euch, denn ich bin völlig durchgedreht. Die Person in der Robe nahm Xehanort als Baby von seiner Mutter entgegen und lebte anschließend abgeschieden allein mit ihm auf Destiny Island. Damals war Xehanort noch ein aufgewecktes und liebes Kind. Und die Person in der Robe erzählte ihm viele Geschichten. Zum Beispiel vom Kind des Schicksals. Xehanort sollte dieses Kind sein.
Xehanorts Vorfahrer war ein großer Schlüsselschwerträger und wenn wir uns die Haarfarbe so anschauen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Xehanort von Ephemer abstammt. Das Kind des Schicksals ist dazu bestimmt, die Welt vor der Dunkelheit zu retten. Xehanorts Vormund erzählte ihm, dass er viele Menschen treffen wird und dass diese Begegnungen seine Emotionen und seine Gedanken formen werden und genau das ihn auf den vorbestimmten Pfad führen wird. Seine Kindheit verbrachte Xehanort nur auf der Insel des Schicksals, damit die Dunkelheit ihn nicht finden konnte. Aber eines Tages würde er die Insel verlassen. Aber erst dann, wenn er stark genug ist, die Dunkelheit zu bezwingen. Xehanort fragte, ob er dann auch seine Mutter wieder treffen könne. Er wollte sie gern wiedersehen, auch wenn er sich kaum an sie erinnern kann. Es gab aber auch noch andere, die er gern treffen wollte. Die Kinder aus seinen Träumen. Gespannt wollte sein Behüter mehr über diese Kinder erfahren. Und so schilderte ihm Xehanort, dass es da einen Jungen gibt mit lockigem silbernem Haar. Ein weiterer Junge mit schwarzer Kleidung und einem Hut. Ein dürrer Junge mit pinken Haaren. Ein stiller, blonder Junge. Und ein Mädchen mit schwarzem Haar. Genau wie das seiner Mutter. Und dann gibt es da noch diese andere Person. Eigentlich genauso wie die Person in der Robe. Die Person brach in Tränen aus, weil der kleine Xehanort, ohne es selbst zu wissen, gerade die Person und all ihre Freunde aus ihrem früheren Leben beschrieben hatte. Bacon aus Union Cross ist nicht zu Xehanort geworden, sondern zu der Person in der blauen Robe. Wir sind nicht Xehanort, wir sind nicht zum Psychopathen geworden. Wir haben diesen Psychopathen großgezogen. Entscheidet selbst, welches Szenario ihr jetzt belastender findet. Ich muss aber sagen, das finde ich ist ein wirklich cooler Twist. Natürlich haben wir alle nur Augen für Xehanort am Ende von Union Cross gehabt, aber so gut wie niemand hätte je damit gerechnet, dass in den Szenen, die Nomura uns gezeigt hat, eigentlich die Person in der blauen Robe gemeint war. Ich bin davon überzeugt, dass wir in Missing Link erneut Bacon bzw. die Reinkarnation vom Spielcharakter spielen werden. Interessant dabei ist, dass sich Bacon dann in seinem zweiten Leben scheinbar an sein erstes erinnern kann. Das ist auch einfach nur passend, da Missing Link als das neue Handyspiel ein indirekter Nachfolger von Union Cross und Dark Road sein wird. Das Spiel muss dann eigentlich damit enden, dass wir als Spieler Xehanort nach Destiny Island bringen oder zumindest, dass wir uns die blaue Robe umwerfen. Was ist denn eigentlich mit Missing Link? Sollte da nicht schon längst eine Beta zu rauskommen? Well, we're waiting. Aber wie kann Xehanort all dieses Wissen über das frühere Leben der Spielfigur haben? Das liegt an seiner lamen Superkraft, der Super-Empathie. Liebe! Xehanort kann spüren, was in den Herzen anderer vor sich geht. Und deswegen wurde er unter anderem auch für das Kind des Schicksals gehalten. In Bacons ersten Leben gab es ein Manuskript, das alle Details in der Zukunft enthielt. Das Buch der Prophezeiungen. Aber das meiste, was darin stand, sollte geheim gehalten werden. In seinem zweiten Leben erfuhr er, dass das Licht erlöschen würde und die Dunkelheit obsiegen wird. Aber auch, dass das Kind des Schicksals diesen Ausgang ändern würde. Es würde die Fähigkeit haben, zu fühlen, zu teilen und mit offenen Armen zu begrüßen, was andere in ihrem Herzen fühlen und sogar sein Herz mit den Herzen anderer verbinden können, um eins zu werden. Und er würde von den Inseln des Schicksals kommen. Nun, eine schöne Prophezeiung, aber wir wissen als Spieler ja, dass das alles später irgendwie ziemlich schief gegangen ist. Xehanort hat die Dunkelheit nicht besiegt, er hat sie genutzt, um die Welten in ihr zu ertränken. Er war der Schurke der bisherigen ganzen Reihe. Damit wissen wir nun aber übrigens auch, warum Xehanort all das tat, was er tat. Er war wirklich davon überzeugt, dass er auf seine verdrehte Art und Weise das Richtige tut. Und nun ergibt auch dieser Satz von ihm aus Kingdom Hearts 3 Sinn. Xehanort war fest davon überzeugt, dass er der Auserwählte ist. Und macht euch bereit auf viele Star Wars-Vergleiche. Denn auch hier bedient sich Nomura bewusst oder auch unbewusst wieder sehr viel bei Star Wars. Um es mit den Worten von Meister Yoda zu sagen: So sagt es die Prophezeiung. Eine Prophezeiung, die missverstanden worden sein kann. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, diese Prophezeiung zu interpretieren. Die erste ist, Xehanort war tatsächlich der Auserwählte, da er dadurch, dass er zum Oberbösewicht wurde, erst dafür gesorgt hat, dass Sora auf den Plan tritt und dann tatsächlich die Apokalypse in Kingdom Hearts 3 vereiteln wird. Damit wäre Xehanort sowas wie die Kingdom Hearts-Version von Anakin Skywalker bzw. Darth Vader,
der ebenfalls der Auserwählte ist, auf die dunkle Seite wechselt und nur dadurch am Ende die Prophezeiung, die Sith zu vernichten, wahrmacht. Auch wenn es für alle, die das live erleben, natürlich so rüberkommt, als ob die Prophezeiung völlig gescheitert ist. Du warst der Auserwählte! Es hieß, du würdest die Sith vernichten und nicht, dass du dich ihnen anschließt! Du würdest die Macht ins Gleichgewicht bringen und nicht ins Dunkel stürzen! Aber wie es auch bei Star Wars viele Jahre lang Fantheorien gab, ob nicht doch Luke der Auserwählte war anstelle von Anakin, kann man das hier bei Kingdom Hearts jetzt genauso weiterspinnen. Es sollte euch eigentlich schon aufgefallen sein, aber all das, was hier auf Xehanort bezogen wird, passt genauso auf Sora. Sora stammt von den Inseln des Schicksals. Dort, wo auch der Auserwählte herkommen soll. Sora ist allen Charakteren, die er trifft, sehr mitfühlend gegenüber. Er ordnet sich sogar im Zweifelsfall der Emotionen einer anderen Person unter. Sora schafft es wortwörtlich, sein Herz mit anderen zu verbinden und diese sogar eins werden zu lassen und somit in perfekter Synchronisation mit Riku ein Team zu bilden. Und natürlich Soras Lieblingsfloskel, dass die Herzen von ihm und seinen Freunden miteinander verbunden sind. Our hearts are connected. Our hearts are connected. Gee, we're all connected to Sora. Und es ist genau diese Disney-Magie, die ja Sora auch von Jen Sid attestiert wird. You have a gift, Sora, for connecting with others. And this makes that gift stronger. Dass Sora verschiedene Charaktere in Kämpfen dazu beschwören kann, funktioniert vermutlich nur so gut, weil er gegebenenfalls auch diese Super-Empathie hat. Und natürlich ist Sora später für die tatsächliche Singularität verantwortlich, die der Meister zuvor Xehanort zugesprochen hat. Sora ist derjenige, der verhindert, dass die Dunkelheit obsiegt. Je länger man darüber nachdenkt, desto mehr Parallelen fallen einem auch zu Meister Xehanort auf. Wo Sora die Kriterien des Auserwählten aber mit Liebe und Freundschaft erfüllt, macht Xehanort diese mit Brutalität und Zwang wahr. Er spürt deutlich, was in anderen vor sich geht, hat aber nichts als Abscheu dafür übrig. Really? You would rather die than use the power. Feckless Neophyte. Er verbindet sein Herz mit anderen, aber mit der neuen Organisation 13 nicht auf die Art und Weise, wie Sora es mit seinen Freunden tut. Er sorgt dafür, dass sein Herz und das von Terra eins werden, aber eben nicht freundschaftlich, sondern unter Zwang. Don't even entertain any notions of escaping me, boy. In the end, your heart will be engulfed by mine forever. Und durch seine Machenschaften in Teil 3 wird die Dunkelheit ja letztlich dann doch erst besiegt, dass Sora ihn halt aufhält. Beide Charaktere erfüllen durch ihre Kindheit auf Destiny Island und ihren späteren Taten die Kriterien für den Auserwählten. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Prophezeiung missverstanden worden sein kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein paar von euch sich jetzt vielleicht etwas schwer damit tun, dass Sora jetzt vielleicht doch der magische Auserwählte sein soll. Immerhin habe ich ja in früheren Videos darauf hingewiesen, dass eines von Soras Merkmal eben genau das ist, dass er nichts Besonderes und ein Jedermann ist. So sieht Nomura nach eigener Aussage Sora und so wurde Sora bisher auch immer dargestellt. Und das wird, denke ich, auch immer so bleiben. Man muss da vielleicht nochmal genauer definieren, was Nomura damit meint. Dass Sora ein normaler Junge ist, bedeutet nicht, dass er nicht außergewöhnliche Dinge tun kann. Ich meine, was tut Sora denn den gesamten Verlauf aller Kingdom Hearts Spiele über? Dass er eben nicht der Auserwählte ist und nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, das definiert ja gerade seinen Charakter in Teil 1. Und apropos, diese Prophezeiung um den auserwählten Schlüsselschwertträger ist nun wirklich nichts Neues. Und wenn wir davon ausgehen, dass Xehanort doch nicht der Auserwählte war, sondern ein anderer, dann war es vielleicht halt einfach Riku. Riku lebt genauso wie Sora auf Destiny Island. Er ähnelt charakterlich und äußerlich viel mehr Xehanort, als Sora es tut. Da er ebenfalls weiße Haare hat, würde es mich nicht überraschen, wenn auch Riku ein Nachfahre von Ephema ist. Familienstammbäume waren bisher nie wichtig in Kingdom Hearts, scheinen aber durch dieses Secret Ending und das kommende Missing Link wichtig zu werden. Nomura sagt übrigens auch, dass die Mutter von Xehanort nicht Skuld ist. Vermutlich ist auch sie eine Nachfahrin, genauso wie auch Arrakis vermutlich ein Nachfahre von Brain ist. Ihr seht also, Blutlinien scheinen in Missing Link plötzlich sehr wichtig zu werden. Ich bin mal gespannt, ob Nomura irgendwann nochmal Soras Mutter aus der alten Mottenkiste holt und thematisiert. Sora, Essen ist fertig, komm runter! Sora? Aber ich schweife ab. Es wird zwar nie explizit gesagt, aber
Auch bei Riku ließe sich vermuten, dass er Super-Empathie besitzt. Könnte das der Grund sein, warum Riku in Teil 1 so schnell das Vertrauen in Sora verliert? Weil er, als er ihn trifft, spürt, dass Sora in diesem Moment weder an ihn noch an Kairi denkt? Wird er deswegen so stark von der Dunkelheit beeinflusst, weil er eben genauso wie Xehanort die negativen Gefühle von den Leuten, die ihn umgeben, umso intensiver spürt? Bis zu dem Zeitpunkt, in dem er Xehanorts Herzlosen akzeptiert, ist er nie egoistisch, sondern tut alles nur, um Kairi zu retten, also eigentlich etwas Gutes zu tun, genauso wie Xehanort. Und ist nicht Riku derjenige, der sich in Kingdom Hearts 3 Zeit nimmt, um die Gefühlswelt seines Replikas aufzuarbeiten und der Sora aus der Verzweiflung wachrüttelt? Es wurde gesagt, dass Xehanort auf Destiny Island leben muss, damit die Dunkelheit ihn nicht findet. Und was genau passiert in Teil 1? Die Dunkelheit findet Riku und versucht sofort, ihn zu verderben. Riku war schon immer der eigentliche Auserwählte des Schlüsselschwertes. Und Sora war nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich glaube, die Prophezeiung wurde tatsächlich missverstanden. Und es war nicht von Xehanort, sondern von Riku die Rede. Und als die Dunkelheit das erkannt hat, hat sie sich sofort auf ihn gestürzt. Aber durch den Masterplan des Meisters der Meister, welche die Dunkelheit eben nicht kennt, war Sora anwesend und das Blatt konnte so gewendet werden. Sora ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Wildcard für den Meister der Meister. Und alles um Soras Herkunft und Taten herum, die völlig zufällig wirken, hat der Meister der Meister auch genauso in der Art antizipiert. Da ließe sich jetzt also darüber streiten, inwiefern Sora nun wirklich der Auserwählte ist oder ob sich an den Gegebenheiten seit Teil 1 nichts geändert hat. Auf jeden Fall hat mir dieser Twist mit Xehanort gut gefallen, dass die gesamte Situation einfach bittersüß macht. Und es wird spannend sein zu sehen, in welche Richtung uns Missing Link führen wird. Denn was auch sehr interessant ist, wir wissen gar nicht, woher diese Prophezeiung um den Auserwählten stammt. Es macht für mich nicht zwingend den Eindruck, dass das ebenfalls im Buch der Prophezeiung entstand. Es könnte genauso gut sein, dass diese Prophezeiung erst zur Zeit von Missing Link entstand oder bekannt wurde. Wir können uns aktuell nicht mehr sicher sein, ob das eine Vorhersage vom Meister der Meister ist oder ob vielleicht Brain etwas damit zu tun hatte. In Union Cross sagte er noch, dass er der Virus im Plan vom Meister der Meister sein wird. Bisher hat er aber nicht abgeliefert. Lushu hingegen hat als Verräter Brain No Name vererbt. Und am Ende von Union Cross sehen wir Brain nach einer Zeitreise in Scala et Kylum auftauchen, in dem auch Missing Link spielen wird. Brain wird ganz bestimmt wieder eine zentrale Rolle im Plot einnehmen und vielleicht kommt diese Prophezeiung ja von ihm und nicht vom Meister der Meister. Außerdem ist Sigurd ultra sass und wenn Bragi Lushu war, dann gehe ich jetzt einfach standardmäßig davon aus, dass Sigurd ebenfalls Lushu ist. Ob diese Vermutung sich bewahrheitet oder nicht, das wird uns aber natürlich erst die Zukunft zeigen. Und in der Zukunft liegt ja nicht nur Missing Link, sondern auch Kingdom Hearts 4. Und ich sagte euch ja bereits, dass ich glaube, dass wir Xehanort auf jeden Fall in Kingdom Hearts 4 wiedersehen werden. Aber wie genau ist das möglich, wenn er am Ende von Teil 3 endlich gestorben ist? Nun, vorhin habe ich davon gesprochen, dass Xehanort in Dark Road meinte, er bräuchte nicht nur 13, sondern sogar 14 Leben, um die Welt nach der Durchführung seines Plans auch sehen zu können. Dies sagte er während eines Schachspiels mit Erekas, derselben Situation, die auch schon in Teil 3 Kingdom Hearts 4 angeteasert hat. Und zum Release des finalen Dark Road Updates hat Tetsuya Nomura dieses Bild von Xehanort in jungen Jahren gezeichnet. Es hat nicht lang gedauert, bis den Kingdom Hearts Fans diese Streben im Hintergrund aufgefallen sind. Diese erinnern ziemlich an die Streben, die man auch im Miyashita Park in Shibuya finden kann. Dasselbe Shibuya, auf dem Quadratum basiert. Außerdem hat Nomura gesagt, dass nur weil Xehanort besiegt wurde und seine Saga beendet ist, das nicht heißt, dass wir ihn niemals wiedersehen werden. Soll heißen, wir können damit rechnen, dass wir den jungen Xehanort in Quadratum wieder treffen werden. Denkt daran, Sora ist in Kingdom Hearts 3 am Ende gestorben, weil er ein Naturgesetz gebrochen hat und wurde so in die Welt von Verum Rex, der Irrealität, geschickt. Deswegen ist er in Kingdom Hearts 4 nun in Quadratum. Und wer ist bei ihm? Strelitzia aus Union Cross, die ebenfalls gestorben ist. Wenn die letzte Welt so etwas wie die Kingdom Hearts Version des Purgatoriums ist, dann ist Quadratum für Schlüsselschwertträger wohl so etwas wie das Jenseits. Und da auch Xehanort gestorben ist, wird er deswegen wohl genauso wie Sora in Quadratum gelandet sein
Da gehe ich ganz fest von aus. Es bleibt natürlich abzuwarten, ob Xehanort sich an sein altes Leben erinnern kann. So oder so. Seine Saga ist vorbei und deswegen glaube ich nicht, dass er noch einmal ein Feind von Sora sein wird. Ich sehe ihn eher als einen hilfreichen Nebencharakter. Und ich vermute auch, dass wir nicht nur Xehanort wiedersehen werden. Findet ihr es nicht auch merkwürdig, dass Nomura sich die Mühe gemacht hat, so viele verschiedene Charaktere für Dark Road zu designen und dann fast alle davon sterben zu lassen? Wenn man bedenkt, dass Nomura bisher noch echt jeden Charakter wiedergeholt hat, wirkt das Ganze nicht sehr komisch? Deshalb glaube ich, dass Quadratum in Kingdom Hearts 4 so ähnlich wie Twilight Town in Teil 2 und Teil 3 wird. Eine Art Tutorial und später Hub-Welt. Es wird zu Beginn des Spiels vielleicht einen ähnlichen Plot mit Sora geben, wie damals mit Roxas in Teil 2. Erst werden wir als Spieler verwirrt und lernen dann die Grundlagen des Kampfsystems und so weiter. Und natürlich werden wir zu Beginn auch mit einigen Bewohnern von Quadratum interagieren, so wie Roxas im Prolog von Kingdom Hearts 2. Ich behaupte, dass alle Charaktere, mit denen Sora im Prolog von Kingdom Hearts 4 Kontakt haben wird, aus Xehanort und seinen toten Klassenkameraden bestehen werden. So wie wir in Kingdom Hearts 2 Heiner, Pence, Olette, Cypher, Fujin, Raijin, Vivi, Setzer und die restlichen Bewohner von Twilight Town hatten, werden alle toten Studenten aus Scala et Kylum und Quadratum rumlaufen und Sora durchs Tutorial führen. Leute, ganz ehrlich, das wäre so typisch Nomura. Neue Spieler hätten keinerlei Ahnung, was da gerade abgeht und nur die Fans, welche die Story von Dark Road kennen, hätten eine grobe Vorstellung davon, was da gerade auf dem Bildschirm passiert. Und wären wir nicht alle völlig perplex, wenn wir Kingdom Hearts 4 starten und sagen wir mal, Sora und der junge Xehanort plötzlich gute Freunde sind? Ich rieche hier doch nur Nomuras Storytelling 10 Kilometer gegen den Wind. Dieser Gestank, dieser stinkende Gestank, dieser stinkende Gestank, der stinkt, die Sache stinkt. Ach, und ich denke, damit haben wir so ziemlich alles aus Dark Road rausgekitzelt, was wir im Moment aus Dark Road rauskitzeln können. Alles, was sich an Lore und Teasern drin verbirgt, habe ich euch jetzt erzählt. Es gibt nur noch eine einzige Sache, die ich tatsächlich nicht erklären kann. Und es macht mich wahnsinnig. Den meisten, die bei der Lore von Kingdom Hearts auch richtig gut aufpassen, wird es wahrscheinlich auch schon aufgefallen sein. Und zwar, warum gibt es in Dark Road verdammte Emblemherzlose? Es ergibt absolut keinen Sinn. Seit Kingdom Hearts 1 wird bei Herzlosen klar zwischen reinblütigen und Emblemherzlosen unterschieden. Die reinen Herzlosen sind die, die es schon immer im Reich der Dunkelheit gab. Schattenlurche, Schattenquasare und so weiter. Die Emblemherzlosen hat Xehanorts Herzloser mit seiner Herzlosenmaschine produziert und sie dann mit dem Herzlosen-Symbol markiert, damit er bei seiner Forschung immer unterscheiden kann, um was für Herzlose es sich jetzt genau handelt. Die haben sich irgendwann verselbstständigt und seitdem gibt es sie überall in allen Formen. Halt so, als wenn man, keine Ahnung, Ratten mit pinkem Fell züchten würde, die aus dem Labor entkommen. Und irgendwann gibt es überall auf der Welt Ratten mit pinkem Fell, neben den Ratten, die es schon immer gab. Und in Union Cross wurde da ebenfalls darauf geachtet und gesagt, dass die Emblemherzlosen dort halt nur die Projektion aus dem Buch der Prophezeiungen sind. Ich dachte vor dem Ende von Dark Road ganz fest, dass am Ende rauskommt, dass irgendwer auch in Dark Road das Buch der Prophezeiungen nutzt, aber dann kam dazu nichts. Kein Scheiß, die Frage hat mich nachts wach gehalten. Und dann habe ich nochmal Nomuras letztes Interview gelesen und okay, vermutlich muss er sich den Grund selber noch ausdenken. Vielleicht denke ich da auch einfach viel zu viel drüber nach. Erinnert ihr euch noch, wie ich mir auch den Kopf darüber zerbrochen habe, wie am Ende von Union Cross die reale Welt herumflackert und glitscht, so als wäre sie noch in der Datenwelt? Weil das immens krasse Implikationen für die Story hätte, wenn das so wäre? Nun, Nomura hat mittlerweile zugegeben, dass das einfach ein Fehler bzw. Faulheit beim Animieren war. Sie wollten einfach darstellen, dass die Welt kaputt geht und haben sich nichts weiter dabei gedacht. Eigentlich war ich mit Dark Road soweit dann doch ganz zufrieden. Aber das hat mich wieder echt auf die Palme gebracht. Verdammter Nomura! Hoffen wir einfach alle, dass wir so schnell wie möglich neue Infos zu Missing Link und Kingdom Hearts 4 bekommen. Das hier ist vielleicht das letzte YouTube-Video, was ich jemals gemacht habe. Wie geht's euch dabei? Löst diese Information irgendwas bei euch aus? Ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ich kann das nicht mehr und ich will das nicht mehr. Wenn ich so ein Video wie dieses hier mache, dann bedeutet das, dass ich in der Zeit, in der ich es editiere, Tage, Wochen,
teilweise sogar einen Monat lang, quasi nur dafür lebe, dieses Video zu editieren. Ihr wisst, ich gehe 40 Stunden arbeiten. YouTube ist eigentlich nur mein Hobby und nicht mein Job. Und wenn mein Hobby daraus besteht, dass außerhalb der Arbeit mein Leben einfach nicht mehr stattfindet, ist das für mich keine Option mehr. Ich fühle mich in meinen eigenen vier Wänden fast schon eingesperrt, weil ich in so einer Zeit nichts anderes mache, als mir die Nächte um die Ohren zu schlagen, neben meinem Job, um für fremde Leute, die ich nicht kenne, im Internet Content zu produzieren. Ich sehe in der Zeit meine Freundin kaum und andere Menschen sowieso nicht. Und warum? Wozu mache ich das alles überhaupt? Damit irgendein anonymer Username mir irgendwie einen Kommentar schreibt, der sagt, cooles Video, Smiley. Und das halt auch nur dann, wenn die Person mal einen richtig großzügigen Tag hat, weil die meisten machen nicht mal das. Ja, hat sich die Arbeit und die Isolation die ganzen Tage, Wochen, Monate dann ja richtig gelohnt. Ich meine, die eine Person hat mir dann ja einen Kommentar geschrieben. Warum mache ich das? Warum mache ich überhaupt noch YouTube? Die Frage habe ich mir lange gestellt. Und ich habe für mich auch eine Antwort gefunden. Weil mir guter Qualitätscontent wichtig ist. Schaut euch YouTube an. Ich meine, guckt euch YouTube an. Es gibt niemanden, soweit ich weiß, es gibt niemanden außer mir, auch nicht international, der über Kingdom Hearts solche Videos macht wie ich. Ja, es gibt hin und wieder auch mal vielleicht einen englischsprachigen YouTuber, der auch inhaltlich mal ein schönes Video macht, das ist dann aber rotzmäßig editiert. Oder es gibt YouTube-Kanäle, die richtig, richtig gut editiert sind, wo aber der Inhalt, der eigentliche Inhalt, völlig belanglos ist. Es gibt keinen einzigen YouTube-Account auf ganz YouTube, egal in welcher Sprache, soweit ich weiß, der Kingdom Hearts Videos so macht wie ich, wo beides passt. Der Inhalt, die Länge oder die notgedrungene Länge und dann halt auch das editierte Video an sich. Außer mir gibt es niemanden. Das ist natürlich auch nur soweit ich es beurteilen kann, weil ich kann natürlich nicht jeden einzelnen YouTuber auf der Welt kennen. Aber wenn es jemanden geben würde, der das so gut macht, dann würde man ja auch erwarten, dass er eine gewisse Größe hat und dass ich ihn dann auch als anderer YouTuber, der sich auf Kingdom Hearts spezialisiert, kennen würde. Aber ich kenne keinen. Und das ist auch der Grund, warum ich mal mit YouTube angefangen habe. Ich wollte Content machen, der mir selber gefallen würde als Zuschauer und den es einfach auf dieser Plattform nicht gab oder gibt. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du willst, dass jemand das anständig macht, musst du es selber machen. Aber das ist halt ein riesiger Haufen Arbeit, ein gigantischer Batzen Arbeit. Das ist so viel Arbeit, was sich eine Person, die das selber noch nie ansatzweise gemacht hat, vermutlich auch gar nicht vorstellen kann. Und nach über 8 Jahren YouTube will ich einfach mein Leben nicht mehr damit verbringen, mir ganz allein diese ganze Arbeit für andere zu machen. Wenn YouTube mit mir weitergehen soll, dann brauche ich Hilfe. Anders geht's nicht mehr. Ich brauche Hilfe. Und deswegen suche ich ab sofort einen professionellen Editor oder Cutter, der mich beim Erstellen von Videos unterstützt. Ich brauche da vor allem jemanden, der das professionell macht, der sich auskennt, der das nötige Know-how mitbringt und der das ernst nimmt und der dann natürlich auch von mir dafür bezahlt wird. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass irgendein Zuschauer sich mal bei mir meldet und mal so nebenbei in seiner Freizeit sagt, hier komm, ich editiere mal was für dich. Das ist total nett. Das weiß ich auch zu schätzen. Aber das ist auf lange Sicht keine Lösung. Nein, das muss jemand Professionelles sein. Und wer hätte es gedacht, jemand, der sowas professionell macht und dessen Job es tatsächlich ist, das zu machen und nicht nur seine Freizeit, ja, der möchte auch dafür bezahlt werden, was ja auch nur sinnvoll und richtig so ist. Niemand ist so dämlich wie ich und reißt sich jahrelang so sehr den Arsch für fremde Leute auf, ohne dafür was zurückzubekommen. Und ich habe diese Karte bewusst all die Jahre, die ich auf YouTube bin, nie gespielt. Aber ich sehe jetzt halt keine andere Möglichkeit mehr. Ich habe eine Patreon-Seite erstellt. Dort könnt ihr meine Kingdom Hearts Videos ab sofort finanziell unterstützen. Und es geht ja auch wirklich nur um YouTube und meinen Kanal Baconzack. Meine Zweitkanäle sind davon ausgenommen. Und was ich so auf Twitch mache und unser Podcast und so weiter, ist auch völlig egal. Es geht hier nur um diesen Hauptkanal und um meine Kingdom Hearts Videos bzw. meine extrem aufwendig bearbeiteten und langen Videos. Darum geht es hier. Es geht nicht darum, dass ich mir da eine goldene Nase mit verdiene. Nein, es geht darum, dass ich Hilfe beim Editieren bekomme von diesen Videos. Von meinen Kingdom Hearts Videos. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich jetzt Produktwerbung annehme. Weil irgendwie muss ich das refinanzieren. Ich habe das auch ganz lange nicht gemacht, aber jetzt ist es halt soweit, dass ich es machen muss. Wenn ihr mich auf Patreon unterstützt, dann kann genug Geld zusammenkommen, damit ich jemanden Professionelles dafür bezahlen kann, mich zu unterstützen. Schon ab gerade mal 3 Euro könnt ihr mich dabei unterstützen, dass neuer Kingdom Hearts Content wie dieser hier in Zukunft weiterhin erscheint.
Je nach Tier werdet ihr natürlich auch als Danksagung in meinen YouTube-Videos dann auftauchen, so wie man das auch von anderen YouTubern kennt. Und ihr werdet 2 Wochen im Voraus vor allen anderen, die mich nicht unterstützen, meine Videos dann schon schauen können. Das heißt übrigens auch, falls du ein professioneller Cutter oder Editor bist oder jemanden kennst, der das ist, der gerne mit mir zusammenarbeiten möchte, dann melde dich bei mir. Vielleicht können wir zusammenarbeiten. Ich kann euch sagen, ich habe noch so viele Ideen und Theorien in meinem Kopf, die uns in Videoform locker die gesamte Release-Zeit bis Missing Link und Kingdom Hearts 4 überbrücken lassen. Und Missing Link und Kingdom Hearts 4 kommen ja auch noch raus irgendwann. Und sicherlich wollt ihr dann, wenn die Dinger draußen sind, auch wieder ein Video von mir dazu haben, weil die Spiele werden sicherlich nicht leichter verständlicher werden. Ideen waren nie mein Problem. Mangelnde Zeit und der Batzen Arbeit, das war immer das Problem. Das war immer der Flaschenhals. Und mit Patreon könnte es sein, dass dieser Flaschenhals viel, viel weiter wird und wir dadurch viel schneller, viel mehr neue Videos rausbekommen könnten. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn das mit Patreon nicht funktioniert, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie es mit meinen anderen Kanälen oder Twitch oder dem Podcast weitergeht. Weil das alles ist für mich nur eine Erweiterung, ein erweiterter Arm, ein weiterer Zweig meines YouTube-Kanals hier. Damit hat alles angefangen. Die Leute gucken mich bei Twitch, weil sie mich von YouTube kennen. Die Leute hören den Podcast, weil sie mich oder die anderen Podcast-Teilnehmer halt von YouTube oder woanders her kennen. Ich meine, wenn ich dadurch jetzt sehen sollte, dass es den Leuten egal ist und sie mich halt nicht dabei supporten und sagen, ist mir Lachs, ist mir egal. Ja, warum sollte mir das dann noch wichtig sein, wenn es meiner Zielgruppe egal ist? Dann muss ich den ganzen anderen Kram eigentlich auch nicht mehr machen. Ich weiß natürlich auch, dass das jetzt mit jede Woche gefühlt eine neue internationale Krise am Horizont die denkbar schlechteste Zeit ist, die ich mir für so etwas hätte aussuchen können. Aber auf der anderen Seite ist vielleicht gerade diese Zeit der richtige Zeitpunkt, weil man genau in dieser Zeit ein schönes, witziges, langes, cooles Kingdom Hearts Video von mir braucht, um den ganzen Stress mal ein bisschen für ein paar Minuten zu vergessen. Wir sind hier auf YouTube grob 12.000 Personen. Da könnte also mehr als genug zusammenkommen, dass das klappt mit der Finanzierung. Verlasst euch aber bitte nicht darauf, dass euer Nachbar das schon machen wird, weil so funktioniert das nicht. Wenn jeder so denkt, dass der Nächste es machen wird und ich mich selber nicht darum kümmern muss, ja, dann macht's am Ende keiner. Der Plot von Kingdom Hearts wird nicht einfacher. Missing Link kommt raus, Kingdom Hearts 4 kommt raus. Wenn ihr in Zukunft Videos von mir dazu sehen wollt, dann müsst ihr jetzt handeln und nicht erst, wenn diese Spiele rauskommen. Ich hoffe, ihr denkt darüber nach, mich auf Patreon zu unterstützen. Das würde mich natürlich sehr, 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 sehr freuen. Und danke, wenn ihr überhaupt darüber nachdenkt, das zu tun. Wenn ihr das nicht tut und ihr sagt, ja, ich mag zwar sein Content, aber dafür würde ich ihn jetzt nicht irgendwie finanziell unterstützen oder so. Okay, ist euer Ding. Ich meine, ich kann euch ja nicht dazu zwingen, den Kram, den ich hier mache, gut zu finden. Nur, wenn es euch nicht so viel wert ist und ich mein gesamtes Leben phasenweise vergesse, nur um für euch Content zu machen, dann sehe ich nicht mehr, dass das funktioniert. Dann habe ich auch keinen Grund mehr, dass es mir wichtig sein sollte, wenn es euch nicht wichtig ist, meiner Zielgruppe. Weil für euch mache ich das. Wenn es euch nicht wichtig ist, ist es mir auch nicht wichtig. Und ja, dann höre ich mit YouTube auf. Dann war das jetzt hier vielleicht wirklich das allerletzte Mal, dass ihr mich auf YouTube seht. Und das wäre sehr schade. Und das möchte ich eigentlich nicht, aber es ist so einfach nicht mehr für mich durchführbar und ich möchte das so nicht mehr. Den Link zu Patreon findet ihr natürlich in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Und für all die Zeit, falls wir uns nicht mehr wiedersehen, vielen Dank fürs Zusehen. Tschö mit Ö, Hounse Bounce und may your heart be your guiding key.